Kolleginnen und Kollegen in Partnerschaft mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, der Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie und der Société francophone de Nephrologie, Dialyse et Transplantation begrüßt Sie, Markus, at home, in geografischer Reihenfolge wieder von West nach Ost aus Trier, Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern und Frankfurt am Main, um die aus unserer Sicht spannendsten Studien des diesjährigen Jahreskongresses der European Society of Cardiology zu diskutieren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch ich darf Sie ganz herzlich zu unserem ESC-Kongress-Update begrüßen, nur wenige Tage nach dem diesjährigen Jahreskongress der European Society of Cardiology in London, hier bei uns bei Markus at Home. Heute Abend mit dabei sind Professor Nikos Werner aus Trier, Professor Florian Kustodes aus Saarbrücken, Professor Stefan Schirmer aus Kaiserslautern und Professor Gunnar Heine aus Frankfurt am Main. Wir können nicht innerhalb kürzester Zeit eine Vollständigkeit aller ESC präsentierten Studien zeigen. Nur ein Teil dieser Studien ist aktuell publiziert, sodass wir nicht auf alle detaillierten Fragen eingehen können. Vorneweg müssen wir sagen, wir machen es akademisch, ehrenamtlich, interdisziplinär, fokussiert kardiorenal oder renokardial, offen und unabhängig. Und an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Herrn Hierzin von Amboss, der uns ermöglicht hat, online beim diesjährigen ESC dabei zu sein. Und wir wollen starten mit Stefan Schirmer. Bitte schön, Stefan. Ja, liebe Insa, vielen Dank für die liebe Einleitung. Wir haben jeder ein paar Studien ausgesucht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich darf mit meinen mal anfangen. Eine würde ich ein bisschen länger beschreiben, andere haben vielleicht eine klare Aussage und gehen ein bisschen schneller. Ich habe das noch eingefügt, liebe Kollegen, weil ich das eine ganz wichtige, ist nur eine Analyse eigentlich, finde, weil sie so ein schön langes Follow-up hat. Herr Rittke hat das vorgestellt. Aus Boston 30 Jahre Follow-up aus der Women's Health Study, bei denen man also im mittleren Lebensalter medizinische Professionals einmalig ein LDL-Cholesterin, Lipoprotein A und CRP gemessen hat und dann über 30 Jahre geguckt hat, wie ist das Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse in Abhängigkeit der Quintile dieser drei Parameter. Wenn man sie zusammennimmt, je höher, je schlechter diese Risikofaktoren, desto mehr Ereignisse. Und dann eben aufgeteilt auch, insbesondere gilt dies fürs CRP noch mal stärker. Und das weiß man ja schon aus den alten Rittke-Analysen, alles als es fürs LDL-Cholesterin gilt und eben auch fürs Lipoprotein klein a, wo insbesondere die oberste Quintile raussticht als erhöhtes Risiko. Ich finde, das ist eine wichtige Analyse für insbesondere das, was wir in Deutschland im Moment vorhaben, eben dem Screening für diese kardiovaskulären und lipidologischen Risikofaktoren früh im Lebensalter und ein klarer Beweis über die Bedeutung hinten raus, auch über 30 Jahre, auch über das, was wir mit diesen 10 Jahre Kalkulatoren sonst messen können. Da gibt es noch ein Editorial dazu, das, was ich schön fand, einfach nur so ein bisschen plakativ: Don't stop thinking about tomorrow und dann because tomorrow will soon be here. Also, das sind natürlich alles die Kollegen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, so wie wir auch, aber immer wieder der Appell, auch scheinbar gesunde, einmalig Risikofaktoren messen. Das Problem, was wir dann oft in der Praxis sehen, kommt schneller, als man denkt. Ganz andere Studie, auch sehr praxisrelevant, aber eigentlich einfach. EPIC-CAD hat getestet die Hypothese, ob man mehr als ein Jahr nach Corona-Intervention, hier waren es tatsächlich im Mittel 5 Jahre nach Corona-Intervention, bei Patienten mit gleichzeitigem Vorhofflimmern davon profitiert, wenn man neben der oralen Antikoagulation zur Schlaganfallprophylaxe bei Vorhofflimmern noch eine Thrombozytenaggregationshemmung mit ASS durchführt. Das hat hier, wie erwartet, zu mehr Blutungen geführt, aber nicht zu verminderten ischämischen Ereignissen, sodass dieser netto primäre Endpunkt ischämische Ereignisse und Blutungsrisiko, also Net Adverse Clinical Events, ganz klar in Favor, also für diese Edoxaban war es hier Monotherapie war und eben nicht für die duale antithrombotische Therapie. Hier ist nochmal gezeigt, kein Nutzen im Auftreten von Major Ischemic Events, das war im Wesentlichen MACE, also kardiovaskulärer Myokardinfarkt, Schlaganfall und eben vermehrte Blutungen. Das hat uns eigentlich nicht gewundert, das dachten wir zu wissen, so steht es in unseren Leitlinien, ist aber so ganz sauber nie gezeigt worden, außer in der Vergangenheit mit der AFIRE-Studie, die ein asiatisches Kollektiv hatte mit niedrigeren Dosen der Antikoagulation. Also von daher finde ich wichtige Studie, um unsere schon gängige Praxis zu unterstützen. Wobei auch das asiatische Patienten gewesen sind. Das ist richtig, aber hier war es mal in der großen Zahl normale, das ist richtig. Das war tatsächlich eine koreanische Studie, mit aber in der Mehrheit jetzt einer normalen Dosis.
des Edoxabans und dann denke ich auch übertragbar auf unsere Ein Anwendung. Kommentar von mir dazu, was ich ganz interessant fand, ist, dass das ja nicht nur eine Reduktion war, also im Sinne von, die Leute sind von der dualen Therapie runter auf eine Monotherapie, sondern es sind durchaus auch Leute ja hochgesetzt worden, die vorher eine Monotherapie hatten und die auf eine duale Therapie geswitcht worden sind. Vom Design vielleicht noch interessant. Ja, und da gab es auch da Diskussionen über Subgruppen, ob man in die eine oder andere Richtung wechselt, ob das einen Unterschied macht. Ich finde das im ersten Blick ein No-Brainer, aber ich habe heute noch einen Arztbrief aus einer nicht weit weg entfernten Klinik erhalten im Umkreis, wo tatsächlich jemand jetzt mit einem einfachen Stent, Single Stent in die CX, Vorhofflimmerer, mit einer 3 Monate Triple-Therapie entlassen wird, denn der Empfehlung danach noch irgendwie Antikoagulanz plus Aspirin zu machen, was auch nicht so in Leitlinien getreu ist und nicht studienbelegt ist. Also es werden immer noch schräge Dinge getan. Von daher finde ich es wichtig, dass wir da jetzt nochmal Daten haben. So, dann die längere Studie oder längere Diskussion, die ich anstoßen möchte, bin ich gespannt, Gunnar, natürlich insbesondere auf die nephrologische Meinung. Fine Arts war für mich das Highlight des Kongresses, wenn man so will, ein kleiner Blockbuster. Ist keine neue Substanz, aber eine neue Anwendung, die wir uns so ein bisschen erhofft haben. Ich habe hier die Propedeutik weggelassen auf dem Dia, aber mal ganz kurz. Wir haben Daten zum Finerenon aus Fidelio eben für die Population der nierenkranken Diabetespatienten, also diabetische Nephropathie mit Albuminurie. Für das hat es auch eine Zulassung in Deutschland, wird wenig verwendet. Wir alle haben kaum Patienten mit Finerenon, weil es doch eine ganz klar definierte Kohorte ist. Und bei diesen Patienten ohne Herzerkrankung führt es zu Reduktion kardiovaskulärer und insbesondere Herzinsuffizienz-Endpunkte. Jetzt getestet ist eine Population von 6.000 Patienten mit erhaltener oder nur mild reduzierter Ejektionsfraktion, EF größer 40%, aber Herzinsuffizienz-Symptomatik überwiegend relativ mild, 79% NYHA2. Da waren Diabetiker dabei, mussten aber nicht Diabetespatienten sein und ein Teil hatte eine moderat eingeschränkte Nierenfunktion und aufgrund eben aber auch der Studienchronologie, wann sie durchgeführt und eingeschlossen hatte, nur ein geringer Anteil, 14%, aber immerhin behandelt mit SGLT2-Inhibitor, der ja aktuell die einzige leitliniengerechte Therapie zur Behandlung von HFpEF und zur Prognoseverbesserung ist. Und was man gesehen hat, ist, dass die zusätzliche Gabe dieses nicht-steroidalen Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten zu einer 16-prozentigen Senkung eines typischen Herzinsuffizienz-Endpunktes, nämlich Worsening Heart Failure und kardiovaskulärer Tod geführt hat, insbesondere getrieben durch Worsening Heart Failure. Worsening Heart Failure bedeutet Hospitalisierung für Herzinsuffizienz oder auch ambulante Visite und Eskalation der Therapie, also nicht nur unbedingt Hospitalisierung. Und was nicht verändert war, war der kardiovaskuläre Tod. Quasi identisch zu dem, was wir von anderen HFpEF-Studien ja kennen. Oftmals eine andere Todesursache als kardiovaskulär bei diesen Patienten und vor allen Dingen Verbesserung der Symptomatik, aber auch der Hospitalisierung. Das wirft natürlich viele Punkte auf. Brauchen das jetzt alle HFpEF-Patienten? Ja oder nein? Dann die spannende Frage, was ist mit Subgruppen hier ganz oben? SGLT2-Hämmer, das waren wie gesagt nur 14%, aber da gibt es kein Signal für einen fehlenden Effekt, wenn der SGLT2-Inhibitor schon dabei war, was also unterstützen würde, beide Substanzen bei HFpEF zu geben. Es gibt auch kein Signal bei Diabetes, ja oder nein. Es gibt ein bisschen Signal, dass es hier besser gewirkt hat, jetzt bei denjenigen Patienten mit erhaltener Nierenfunktion, wobei das nicht signifikant ist und auch keine Abhängigkeit der Albuminurie. Nebenwirkungen, ganz klar, was wir von Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten kennen. Wir haben ein erhöhtes Kalium. Einige Patienten mit über 5,5, immerhin 14%, ganz wenige auch mit über 6, da wird es vielleicht kritisch. Wichtig ist, wir haben vielleicht weniger Hypokaliämien durch eine kaliumsparende Therapie und ganz wichtig auch, dass wir keine Todesfälle durch Hyperkaliämie hatten und auch keine relevanten, ja, schweren Nebenwirkungen durch diesen Befund. Aber darauf wird man aufpassen müssen, wie bei allen Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten. So hat es auch die Kommentatorin Theresa McDonald zusammengefasst, neue Add-on-Therapie zum SGLT2-Inhibitor bei HFpEF und HFmrEF, weil eben die wenigsten bisher eine Behandlung haben. Stand heute allerdings auch in dem Vereinigten Königreich diese Patienten ganz selten einen Mineralokortikoid-Rezeptor erhalten, obwohl wir ja für Spironolactone-Subanalyse TopCat so ein bisschen Daten haben. Das können wir diskutieren. Das kann man leider nicht lesen hier aus dem Ding, aber die hat also sehr schön dargestellt, dass wir für MRAs eine sehr, sehr starke Datenlage und auch Klasse 1 Empfehlungen haben für HFrEF.
Und jetzt eigentlich erstmals auch für HFpEF-Daten, sodass man das vielleicht machen sollte. Es läuft eine DZHK-Studie in Deutschland mit dem Spironolactone zu eben diesem Population in dieser Fragestellung, was ich ganz spannend finde, weil die Frage sich natürlich stellt, kann ich eine günstigere Substanz nehmen? Es gibt Topcat, das damals neutral war in Spironolacton. Das können wir gleich vielleicht diskutieren. Und dann gibt es zwei Meta-Analysen, die will ich ganz kurz zeigen. Die sehe ich kritisch. Das hier ist noch, kann man noch machen, finde ich. Jetzt hat man hier mal verschiedene Substanzen, also Eplerenone, Spironolacton und dann eben Finerenone gegenübergestellt. Hier oben HFrEF, unten HFmrEF und HFpEF. Und man sieht eben hier schon die Gesamtsterblichkeit, die kann man dann zwar verbessern, sind aber unterschiedliche Kollektive, aber wir kennen diese Arten der Meta-Analyse von den SGLT2-Inhibitoren, haben sie schon kritisch diskutiert. Man sieht ganz deutlich, dass die Sterblichkeit eben in dieser HFmrEF-Population nicht das Thema ist, beziehungsweise nicht verringert werden kann. Die Hospitalisierung, da sind die Kurven hier etwas gleichmäßiger. Ist zumindest ganz interessant, trotzdem diese Gegenüberstellung zu sehen, finde ich. Und dann gibt es eine weitere Studie oder Meta-Analyse, das ist Fine Heart. Das sehe ich fast noch ein bisschen problematischer. Das ist jetzt die Gesamtheit der Finerenon-Patienten oder dieses neue modische Begriff der Totality of Evidence, wo man jetzt also eine nierenkranke Diabetespopulation mit Albuminurie und diese Herzinsuffizienzpopulation in einen Topf schmeißt. Alles, was also Finerenon gesehen hat in Phase-3-Studien und kann dann natürlich, wenn die Zahl größer wird, auch mal solche Dinge wie kardiovaskulären Tod oder Hospitalisierung, hier All-Cause-Death, so grenzwertig signifikant verbessern. Ich halte das für kritisch, auch wenn es hochrangig publiziert ist. Bin gespannt auf eure Meinung, weil es ja ganz andere Patientenkollektive sind, die natürlich alle ein kardiovaskuläres Risiko haben, aber doch unterschiedlich sind. Aber das hat man hier gegenübergestellt. Hier sieht man das nochmal im Einzelnen, jeweils die Substanzen jetzt hier, Fidelio, Figaro, das sind also die DKD, diabetische Nephropathie versus Fine Arts, da sehen Sie hier die Punktschätzer nochmal. Das ist mal alles in einen Topf geworfen, um dann eben insbesondere für Tod eine Signifikanz zu erhalten. So, was ist eure Meinung dazu? Kann jemand was zum Preis sagen? Also Spironolacton deutlich günstiger, aber in welchem Zahlenwert verhält sich das so? Ist das zufällig? Ich muss offen zugeben, nein, aber es ist jetzt nicht grotesk. Lass es am Tag 5 € sein. Es ist also nichts, was grotesk teuer ist, überhaupt nicht. Es ist so wie jedes andere, noch im Patentschutz sich befindliche Medikament mit niedrig vierstelligen Jahrestherapiekosten. Drei Anmerkungen dazu. Punkt 1, das ist ja wie Topcat außerhalb von Russland und Georgien. Und wir wissen ja alle, dass die Patienten, die in Topcat in Russland und Georgien eingeschlossen worden sind, keine Herzinsuffizienzpatienten gewesen sind. Das heißt, es bleibt dabei, ich sage es bewusst provokativ, das ist ein sehr teures Spironolacton, ein nebenwirkungsärmeres Spironolacton, weil eben keine Gynäkomastie. Aber die kardialen Effekte erscheinen mir sehr ähnlich. Der zweite Punkt ist, anders als bei SGLT2-Inhibitoren, keine Reduktion renaler Endpunkte bei den Herzinsuffizienzpatienten. Auch das ist ähnlich wie bei den anderen Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten-Studien. Und der dritte Punkt ist, die Dosis hier ist höher als in Figaro und Fidelio. Und vor allem die Dosis ist auch wesentlich höher als bei diesen Vergleichsstudien vor 10 Jahren, wo man die Rate von Hyperkaliämien verglichen hat. Und da war es so gewesen, da hat man eher so 5 oder 10 oder so Milligramm Finerenon sich angeguckt gehabt. Und sobald es in den Bereich von 20 oder so Milligramm ging, dann war das schon gar nicht mehr so viel anders als Eplerenon. Also insofern gut, dass wir die Evidenz haben, aber noch besser, dass wir dann auch die Spironolactondaten noch zu bekommen. Ja, würde ich so unterschreiben. Finde toll, dass es da tatsächlich durch die öffentliche Funding in Deutschland jetzt auch im DZHK tatsächlich eine Spironolacton-Studie gibt. Oftmals scheitert es ja daran, dass es nur für die neuen Substanzen noch eine pharma-gesponserte Studie gibt, weil das keiner bezahlen kann. Und da bin ich immer ganz gespannt natürlich. Ich habe nur ein weiteres Dia und eine Mini-Studie, die ich aber einfach witzig finde. Da gibt es, glaube ich, auch gar nicht viel zu diskutieren, aber wie ihr wollt, das ist Sham-PVI. Die Briten sind ja bekannt dafür, dass sie Sham-kontrollierte Interventions- und eben Device-Studien machen, die hinterher alle neutral sind, also sprich insbesondere Koronarangioplastie. Und hier hat man gesagt, vielleicht ist das mit der Pulmonalvenenisolation ja auch so eine Sache. Das ist noch nie Sham-kontrolliert getestet worden. Und hier hat man eine kleine Kohorte, aber sehr sorgfältig randomisiert, 126 Patienten zu einer Pulmonalvenenisolation mit 20% paroxysmales Vorhofflimmern, ansonsten eben auch mit persistierendem Vorhofflimmern. Und das Wichtige ist, die haben alle einen implantierbaren Ereignisrekorder gekriegt, womit man also tatsächlich diese AFib Burden, also die Last des Vorhofflimmerns,
überwachen kann, hat eine 3 Monate Blanking-Periode gemacht, bis das also richtig den Effekt hat und dann die 3 bis 6 Monate verglichen und sieht eine ganz klare Veränderung hier auf der rechten Seite dargestellt, also signifikanten Effekt der Pulmonalvenenisolation letzten Endes erwartet. Ich finde es aber eine coole Analyse, das mal so zu zeigen und dass es sicher keinen Placebo-Effekt hat, was natürlich im Loop Recorder auch, da gibt es wahrscheinlich nicht viel Placebo, aber gut gezeigt, hochrangig publiziert. Das wäre es von meiner Seite. Wenn ihr nicht dazu keine Fragen habt, bin ich mit dem ersten Teil durch. Gut, vielen Dank, Stefan. Dann würden wir fortfahren mit Professor Werner aus Trier. Gut, ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über einige interventionelle Studien zu sprechen. ESC ist ja so ein bisschen dominiert dieses Jahr von den AV-Klappenstudien. Die erste, die ich vorstellen will, ist die ReShape-HF2-Studie. Glaube ich, eine spannende Studie, die untersucht hat, inwieweit der Mitraclip bei Patienten mit mittel- bis hochgradiger Mitralklappeninsuffizienz sich verhält im Vergleich zur maximalen Guideline-gerechten medikamentösen Therapie. Man sieht hier, 500 Patienten wurden randomisiert, 1 zu 1. Ein Follow-up von mindestens 6 Monaten war nötig. Und der primäre Endpunkt war eine Kombination aus Auftreten von kardiovaskulärem Tod und Hospitalisation aufgrund einer Herzinsuffizienz. Hospitalisation als koprimären Endpunkt für Herzinsuffizienz und auch die Lebensqualität. Spannende Studie dahingehend, weil eben Patienten eingeschlossen wurden, die nicht nur höchstgradige Mitralklappeninsuffizienzen hatten und inoperabel waren, sondern entgegen der jetzigen Leitlinie, dass sie eigentlich sagen, nur inoperable Patienten werden mit dem Clip versorgt, waren jetzt auch operable Patienten dabei. Das mittlere Alter war so um die 70 Jahre, wie man hier sieht. Hälfte der Patienten hatten Vorhofflimmern und das finde ich auch sehr wichtig hier unten. Die Therapie war sehr gut bei diesen Patienten. Die hatten eine leitliniengerechte Therapie und dementsprechend sehen wir hier auch, dass die Patienten von der Pumpfunktion eher eingeschränkt waren. Wir hatten im Median eine linksventrikuläre Ejektionsfraktion von um die 30 bis 32%. Das waren alles, wie gesagt, Patienten, die auch Rehospitalisationen hatten. Wir sehen es beim NT-proBNP-Level, also 2600 bis 2800. Also wirklich Patienten mit einem belasteten linken Ventrikel und einer funktionellen, mittel- bis hochgradigen Mitralklappeninsuffizienz. Hier, man sieht es unten, ganz unten dargestellt, Grad 3 und Grad 4, etwa Hälfte, Hälfte verteilt. Das sind schon die Endpunkte. Einmal auf der linken Seite der primäre Endpunkt erneute Hospitalisation oder kardiovaskulärer Tod innerhalb von 24 Monaten und rechts die Hospitalisation aufgrund von Herzinsuffizienz. Und man sieht, wie ich finde, sehr eindrucksvoll und sehr überzeugend. In dieser Deutlichkeit hätte ich es nicht erwartet bei diesem doch kranken Patientenkollektiv. Einen deutlichen Vorteil für die Mitraclip-Therapie, signifikante Unterschiede mit einer Risikoreduktion, relativen Risikoreduktion, die sich so eben zwischen 35 bis 40% bewegt hat. Und wenn man sich dann nochmal die Adverse Events im Genauen innerhalb der ersten 24 Monate anschaut, dann sieht man, dass wir keine Unterschiede hatten in der Mortalität. Relevant, so ein bisschen angedeutet bei Death from Any Cause. Keine relevanten Zahlen an ungeplanten Interventionen, wenn dann überwiegend in der Kontrollgruppe, die dann von der konservativen Therapie in die Mitraclip-Therapie gewechselt ist. 6,5% der Patienten waren das. Und also von der Seite her, glaube ich, auch sehr stabile Werte. Und wenn wir uns die einzelnen Punkte noch angucken, Schlaganfall etc., haben wir keine relevanten, signifikanten Unterschiede gesehen, auch nicht Eskalationstherapie wie LVAD-Therapie oder Herztransplantation.
Sodass wir letztlich hier sehen und zusammenfassen müssen schon, dass wir bei Patienten mit moderater bis schwerer funktioneller Mitralklappeninsuffizienz, die alle eine gute medikamentöse Therapie bekommen haben, sehen, dass wenn wir die Mitralklappeninsuffizienz mittels interventionellen Edge-to-Edge-Verfahren, also dem M-Tier, wie wir es inzwischen nennen, behandeln, dass wir einen signifikanten Vorteil im Bereich Hospitalisation und kardiovaskulären Tod oder Hospitalisation alleine sehen. Das Ganze ist deswegen auch spannend, weil es nicht einfach eine weitere MitraClip-Studie ist, sondern wir sehen, dass wir auch die Indikation erweitern können. Wir können auch eben Patienten behandeln, die OP-fähig werden und die eine Mitralklappeninsuffizienz haben, die eben im Bereich mittel- bis hochgradig ist. Wenn man das einordnet, Greg Breckstone hat das, finde ich, sehr elegant und schön gemacht, sich die drei MitraClip-Studien, die wir im Moment haben, Tierstudien, die wir im Moment haben, anschaut. Dann haben wir ja einmal die COAPT-Studie, die deutlich positiv war. Wir haben die MITRA-FR-Studie, die neutral ausgegangen ist. Und wir haben jetzt die Reshape-Studie, die auch erneut Richtung dem M-Tier-Verfahren ausgegangen ist. Da müssen wir sagen, wir haben jetzt zwei Studien, auch in unterschiedlichen Mitralklappen-Pathologien. Also das ist hier nochmal aufgezeichnet. Wir haben ja in der COAPT-Studie die Patienten gehabt, die eine sehr schwere Mitralklappeninsuffizienz haben, wo die linksventrikuläre Pumpfunktion eigentlich nicht so richtig zugepasst hat. Das ist die disproportional Mitralklappeninsuffizienzen. Und wir hatten bei MITRA-FR, und das war ja auch so ein bisschen die Begründung, warum MITRA-FR vielleicht neutral ausgegangen ist, Patienten, die sozusagen eine proportionale MI hatten, sprich, die hatten eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz und hatten dementsprechend auch einen ausgelatschten linken Ventrikel. Jetzt haben wir mit der Reshape-Studie eine Studie, die eben aber eigentlich der MITRA-FR-Studie genau widerspricht, sodass wir zwei Studien haben und MITRA-FR aus unbekannten Gründen eben hier neutral ausgegangen ist. Hier unten ist das nochmal dargestellt, eben die Proportional und die Disproportional MI. Das hatten wir gedacht, das würde die Unterschiede zwischen COAPT und MITRA-FR erklären. Reshape zeigt, das scheint keinen Unterschied zu machen. Auch in der Subgruppenanalyse gab es keinen Unterschied zwischen denen mit Proportional oder Disproportional MA. Für die Zusammenfassung und die Einordnung dieser drei Studien, COAPT, MITRA-FR und Reshape, kommt ganz klar raus. Also MITRA-FR ist jetzt der Outlier-Trial, so will man es vielleicht nennen. Wir sehen, dass wir sozusagen mit Reshape ein etwas gesünderes Kollektiv auch mit Erfolg behandeln können. Die schwer erkrankten, höchstgradigen Mitralklappeninsuffizienzen, das wissen wir, dass wir das können. Das hat uns COAPT gezeigt. Und wir können jetzt eher gehen in die Patienten, die symptomatisch sind, und eben nicht ganz so schwer von ihrer Mitralklappeninsuffizienz sind. Das wäre für mich die wichtigste Zusammenfassung von Reshape HF2. Gibt es Fragen von eurer Seite? Ja, Nikos, das war ja wirklich, also das sind ja also gravierende Daten jetzt, diese Studie nochmal. Und kannst du vielleicht nochmal sagen, du hast es eben gesagt, aber vielleicht noch mal in ein, zwei Sätzen zusammenfassend, COAPT und diese aktuelle Trial mit etwas weniger Anreicherung von Risiko. Wieso war das ähnlich beziehungsweise fast besser als die COAPT-Effekte? Ja, das ist eine super gute Frage. Und ich meine, wir hatten die französische Studie und wir hatten COAPT und haben uns die Köpfe darüber heiß geredet, wo die Unterschiede liegen und warum wir diese unterschiedlichen Ergebnisse sehen, und haben letztlich kein überzeugendes Detail gefunden, wo wir sagen können, da gibt es Vor- oder Nachteile. Wenn man das jetzt mit ReShape-HF vergleicht und die französische Studie nochmal dazu nimmt, dann muss man auch sagen, und das ist, glaube ich, in meinen Augen ein wesentlicher Punkt, dass in Frankreich ja vor der Studie der Einsatz von MitraClip sehr, sehr, sehr
ich sag mal, restriktiv gehandhabt wurde durch das Gesundheitssystem. Und wir, glaube ich, in Deutschland viel, viel, viel Erfahrung haben mit dem Clip und glaube, über die Jahre viel gelernt haben, wie wir die Clips gut setzen, wie wir gute Ergebnisse haben. Und das ist in meinen Augen ein möglicher wichtiger Punkt, warum wir jetzt auch so hervorragende Ergebnisse sehen. Und die anderen Länder natürlich, die beteiligt sind, haben auch da sozusagen ihre Erfahrung gesammelt. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass, wie Greg Stones es zusammengefasst hat, ich glaube, wir haben zwei starke Studien. Wir haben eine Outlier-Studie. Warum das so ist, wir können es nicht gut erklären. Aber es gibt ein paar Ansätze und ich glaube, das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen und müssen schauen, dass wir uns da weiterarbeiten mit weiteren noch, und das ist ja auch angeklungen, größeren randomisierten Studien, die wir da noch brauchen. Wir haben ja noch ein paar, kommt ja gleich noch ein. Und gab es da auch noch mal eine Analyse, wie sich die EF dadurch verbessert hat und eine begleitende Tricuspidalklappeninsuffizienz vielleicht? Ja, die Analysen gab es noch nicht. Die werden aber mit Sicherheit kommen, glaube ich. Das wird auf jeden Fall auch spannend zu sehen, wie die Ventrikelvolumina sich verändern, die EF vielleicht auch und klar begleitende Klappenerkrankungen. Ja. Gut, dann würde ich weitermachen. Nächste Mitralklappeninsuffizienzstudie, Matterhorn-Studie aus Deutschland. Die jetzt die spannende Studie gewagt hat, das MTIR-Verfahren mit der Chirurgie zu vergleichen. Wichtige deutsche Zentren hier dabei, wie man sieht, und das Studiendesign ist so, dass randomisiert 1:1 die Patienten mit sekundärer Mitralklappeninsuffizienz randomisiert wurden, entweder auf die Mitraltranskatheter Edge-to-Edge-Repair oder auf den chirurgischen Mitralklappenersatz oder Reparatur. Das war dem Operateur überlassen, ob es eher eine Mitralklappenrekonstruktion oder Mitralklappenersatz wurde. Zusammen mit Ablationsverfahren, Tricuspidalklappen, Repair war alles erlaubt, je nachdem, wie der Operateur das gesehen hat. Also chirurgisch relativ offenes Design, muss man sagen. Das waren alles Patienten, die eine Pumpfunktion von besser als 20% haben mussten. Das Herzteam hatte hier eine wichtige Rolle gespielt. Es musste Konsensus bestehen, dass beide Verfahren, interventionell und operativ, für die Patienten in Frage kamen. Die Patienten mussten eine gute medikamentöse Therapie haben. Das steht außer Frage. Und es gab einen primären Endpunkt, der bestand aus Tod, Rehospitalisation, Mitralklappenreintervention oder Eskalation auf ein Herzunterstützungssystem oder der Schlaganfall. Also relativ klar definierte Studie als Non-Inferiority Trial multizentrisch aufgezogen. Das waren die Baseline-Charakteristika, wieder Patienten um die 70 Jahre alt, alles vorerkrankte Patienten, über die Hälfte hatten Vorhofflimmern dabei und etwa 40-45% hatten eine begleitende KHK. Euroscore lag um die 3, wie man sieht, und alle Großteil über 80% hatten Hospitalisationen aufgrund einer dekompensierten Herzinsuffizienz innerhalb des letzten Jahres. Also auch hier ein klassisches Kollektiv, krank, aber auch nicht zu krank. Die Mitralklappeninsuffizienzen vergleichbar zwischen beiden Gruppen, wie man hier sieht. Regurgitationsfraktion über 50% und die EF bei allen Patienten, sowohl bei den Tierpatienten als auch bei der chirurgischen Gruppe, mittelgradig reduziert, 42-43%. Das war das Patientenkollektiv. Sehr schön vergleichbar, trotz 100 Patienten in den beiden Gruppen. Spannend finde ich zu sehen, die prozeduralen Charakteristika, einmal jetzt erstmal für die Interventionsgruppe, fast weniger spannend. Da geht es eher mal so rum, dass die Hälfte etwa ein Device bekommen hat und die andere Hälfte hat mehr als zwei oder mehr Devices bekommen. Sehr niedrige Inhospitalmortalität für die Gruppen insgesamt. Partielles Clip Detachment, also der ein Segel hat sich aus dem Clip gelöst, nur bei 1%
der Fälle, also relativ niedrige Komplikationsrate. Prozeduraler Erfolg war definiert als eine MR, also eine Mitralklappeninsuffizienz kleiner gleich zweiten Grades, 2 plus, in über 96% der Fälle erreicht. Dann die prozeduralen Charakteristika in der chirurgischen Gruppe. 72% haben einen Repair bekommen, 28% einen Mitralklappenersatz. Wir erinnern uns alle, es gibt ja eine schöne im New England Journal publizierte Studie, die gezeigt hat, dass wir eigentlich von der Mortalität und vom Outcome keinen Unterschied sehen, wenn wir Repair versus Replacement vergleichen. Über 50% waren Vorflimmerer, aber nur 14% haben eine begleitende Vorflimmerablation bekommen, erneut nach Maßgabe des Operateurs, also nur in 14%. Tricuspidalklappenrekonstruktion nur in 10%. Inhospitalmortalität 4,3%, Redo-Surgery, also während des Aufenthalts musste nochmal revidiert werden, 8,5% und Mitral Valve Surgery 1%. Das Ganze setzt sich dann im primären Endpunkt, stellt sich dann im primären Endpunkt wie folgt dar, also kombinierter Endpunkt, in Rot die Clip-Patienten, in Blau die Surgery-Patienten. Es ist dargestellt die Kaplan-Meier-Kurve für das ereignisfreie Überleben der Patienten. Man sieht einen deutlichen Vorteil zugunsten der Tiergruppe, also 16,7% erreichten im primären oder waren nach 400 Tagen event-free. In Bezug auf den Primary Endpoint, Entschuldigung, erreichten den primären Endpunkt, 22,5 in der chirurgischen Gruppe. Das war ein hochsignifikanter Unterschied. Wie sah es aus mit dem Wiederauftreten einer Mitralklappeninsuffizienz nach einem Jahr? Das ist ja immer so die Diskussion. Wir haben hier sehr frühe Daten nach einem Jahr. Wie sah es da aus? 1,5% Wiederauftreten einer relevanten MI in der chirurgischen Gruppe, 8,9% in der Tiergruppe, also schlechter. Aber wenn man sich es anschaut, muss ich sagen, Tier zu Surgery nach einem Jahr, so entsetzlich schlecht sind die Daten nicht, wenn man sich das anschaut. Hier lila und grün sind 0 bis 1, blau ist 2. Und wir sehen, dass wir eigentlich einen Großteil der Patienten weiterhin im maximalen Mitralklappeninsuffizienz zweiten Grades halten. Die Chirurgen sind da ein bisschen besser. Aber insgesamt finde ich ganz ordentliche Ergebnisse, wenn man sich das anschaut. Guckt man sich die Safety Endpoints an, sieht man einen deutlichen Vorteil in der Tiergruppe zu Ungunsten dann der chirurgischen Gruppe. Hier sind alle Safety Endpoints mit über Reintervention, Major Bleeding, Wundinfektionen, Beatmung etc. mit reingenommen. Das sehen wir natürlich deutlich häufiger in chirurgischen Gruppen. Wenn man aber Blutungen und Vorflimmern etc. rausnimmt, bleibt auch das signifikant. Also man kann nicht argumentieren, dass es nur das Vorflimmern wäre oder die Blutung. Wenn man das rausnimmt, sitzt immer noch die ganze Geschichte zugunsten der Tiergruppe. Sodass die Conclusio der Autoren waren, dass wir, wenn wir Patienten mit Herzinsuffizienz haben, eingeschränkter Pumpfunktion, sekundärer Mitralklappeninsuffizienz, dass wir mit dem Mitralklappenverfahren non-inferior, also nicht unterlegen waren in Bezug auf die Mitralklappenchirurgie, in Bezug auf Tod, Herzinsuffizienz, Rehospitalisation, Schlaganfall, Reintervention und das alles nach einem Jahr. Das muss man, glaube ich, betonen. Wir haben Einjahresdaten, die zeigen, dass wir hier Vorteile haben in der Tiergruppe. Aber wir wollen natürlich Langzeiteffekte haben. Und das war auch so ein bisschen natürlich die Kritik des Diskutanten. Das war eine Herzchirurgin aus Cedar Sinai, die nochmal ganz kritisch angefragt hat, war denn die Chirurgie, die wir gesehen haben in der Studie, war das Standard of Care? Sie hat so ein bisschen kritisiert, dass wir viele Patienten hatten mit Vorflimmern, aber weniger als 25% eine Vorflimmerablation bekommen haben. Ob das jetzt die Endpunkte reduziert hätte, ich stelle es mal dahin. Dann hat sie kritisiert, dass die Patienten teilweise in einem hohen Anteil reoperiert werden mussten, dass wir eine
4%ige Schlaganfallrate hatten und dass in 28% die Klappen ersetzt werden mussten. Das sind sicherlich Kritikpunkte. Auf der anderen Seite müssen wir uns mit dem auseinandersetzen. Das ist ja auch das, was halt tagtäglich in der Chirurgie gemacht wird und auch nicht schlecht gemacht wird. Also wenn man die Ergebnisse chirurgisch vergleicht in anderen Studien, sind das eher sehr gute Ergebnisse, die wir hier sehen. Insofern muss man sagen, ich glaube, es liegt eher an den Verfahren und nicht an der Chirurgie. Das war eine von zwei Diskussionen, die ich gehört habe, die wirklich mal kritisch gewesen sind und wo diskutiert wurde und nicht nur gesagt wurde, wie toll alles ist. Also insofern eine von den Diskussionen, die sich gelohnt hat. Nikos, sind das repräsentative Patienten? Also sind das die Patienten, die ihr seht? Und dann die ganz dumme nephrologische Frage 2, Devices heißt zwei Clips dann übersetzt? Genau, also zwei Devices heißt zwei Clips oder auch drei Clips dann. In der Hälfte der Patienten war etwa ein Clip nötig und die anderen haben zwei oder mehr bekommen. Ja, also ich glaube schon, dass es ein repräsentatives Kollektiv ist. Das sind, ich meine, wir haben es ja gesehen, das sind die Patienten mit einer Pumpfunktion um die 40%, um die es immer wieder Diskussionen auch gibt. Was ist denn das beste Therapieprinzip für diese Patienten? Und das sind die Patienten, die wir mit funktioneller MI sehen. Die hatten ein hohes NT pro BNP, die kommen immer wieder, werden immer wieder rehospitalisiert, weil sie KDAD kompensieren. Wir haben eine maximale medikamentöse oder eine gute medikamentöse Therapie mit an Bord und wir haben einfach ein mechanisches Problem. Und jetzt ist die Frage, wie man dieses mechanische Problem am besten löst. Und ich glaube, das zeigt die Studie in meinen Augen, dass wir natürlich mit der Chirurgie erstmal mehr Verletzung, mehr Injury induzieren. Das ist auch ganz normal. Das sehen wir auch bei unseren chirurgischen Patienten. Ich glaube, spannend wird zu sehen, wird bleiben, wie entwickelt sich es jetzt im Verlauf, was wir ja im Moment im klinischen Alltag nicht unbedingt sehen, ist das, was immer wieder postuliert wird. Wir machen einen Clip und warten mal 3-4 Jahre und dann geht der Ventrikel auseinander und ihr werdet sehen, da ist wieder eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz. Sehen wir in der klinischen Praxis im Moment nicht, zeigen auch nicht die Register, bleibt aber trotzdem abzuwarten, was nachhaltiger ist. Umgekehrt ist die Frage, wie nachhaltig muss es sein bei einem Patienten mit einer EF von 40? Der hat allein von seiner Herzinsuffizienz eine eingeschränkte Prognose. Da muss man auch mal überlegen, wie lange muss nachhaltig dann auch wirklich sein am Ende. Kannst du kurz noch mal kommentieren? Du hattest in der ersten Studie gezeigt, die sehr hohe Rate an CRT. Und wenn ich es richtig gesehen habe, waren das hier nur 17%, was ja schon ein deutlicher Unterschied ist. Fällt das ins Gewicht? Also das ist ja eigentlich eine Therapie, die sein sollte vorher, wenn ich es richtig weiß? Oder ist das etwas, was hier das deiner Meinung nach eher nicht beeinflusst? Ich glaube, der Unterschied ist in der Pumpfunktion zu sehen. Wir hatten vorher eine Pumpfunktion bei der Gruppe, die lag eher bei 30%, bei Matterhorn jetzt eher bei 40%. Und dementsprechend wahrscheinlich auch oder ein bisschen über 40%, dementsprechend einfach auch die Patienten, die, glaube ich, mehr Linksschenkelblöcke hatten und mehr aufgerüstet sind bei den 30% EF im Schnitt als bei den 40%. Ich glaube, das wird es ausmachen im Moment. Ist natürlich ein Punkt, den man definitiv beachten muss. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wir haben auch bei diesen Patienten nicht ja überall wirklich einen relevanten Linksschenkelblock, wo wir mit der CRT-Therapie auch wirklich was reißen können. Ne? Das muss man auch sagen. Spannend, nur als Kommentar ist natürlich die MI, die nicht sehr hochgradig ist. Ne? Also eine EROA von 0,22 oder 0,23, das ist bei der sekundären funktionellen MI dann formal Grad 3, aber ehrlicherweise, also wenn wir die so stabil sehen in Patienten mit so einer EROA, dann würden wir gar nicht unbedingt an Mitraclip denken. Ich glaube, die Klinik ist hier der entscheidende Punkt, dass das zum Teil eben oder in der Mehrheit in der Vergangenheit dekompensierte Patienten waren und tatsächlich sich die Frage stellt, dann braucht also fast jeder einen Mitraclip oder und man macht nichts falsch damit im Gegensatz zur Chirurgie. Wie siehst du das? Wird sich deine Mitraclip-Rate steigern durch die ReShape-HF-Studie? Also ich glaube schon, wenn du dir anguckst, muss man schon sagen, das waren schon so die typischen Patienten, die immer wieder rehospitalisiert werden. Eher höheres NT pro BNP,
Und immer wieder Hospitalisation, wo wir mit eigentlich der medikamentösen und auch der nicht medikamentösen Device-Therapie eigentlich relativ ausgereizt sind. Und ich glaube, dass der Clip, und deswegen ist das, glaube ich, auch, wird er bei diesem Kollektiv das Rennen gegenüber der Chirurgie machen. Der Clip ist unkompliziert. Der ist inzwischen sehr vorhersehbar und wir können eine gute Mitralklappeninsuffizienzreduktion erreichen, ohne dass wir relevant die Mortalität durch die Prozedur steigern. Also das ist ja wirklich eine Rarität, dass ein Patient beim Mitra-Clip, dass wir noch in Hospital Mortalität haben. Das ist eher bei denen, die quasi der Ventrikel steht und ein Notfall-Clip, wenn man sie nicht mehr irgendwie gewiehen kriegt oder weiß der Kuckuck was hat. Aber insgesamt, und das ist, glaube ich, die riesengroße Stärke am Clip oder am M-Tier-Verfahren, dass das sehr komplikationsarm gemacht werden kann. Und deswegen, glaube ich, sehen wir auch diese positiven Effekte. Und ja, ich glaube, es wird ein wichtiger Baustein in der Herzinsuffizienztherapie werden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht viel falsch macht. Jetzt mal kritisch, wenn man selber nicht klippt, es wird ja nie eine Shame-Studie geben, obwohl wir das gerade für die PVI jetzt gesehen haben. Aber so aus, das ist jetzt Evidenz-Level Z, aber so aus der eigenen Erfahrung im Zeitalter von TMZ, also Telemedizin und Sacubitril, Valsartan, SGLT2-Inhibitor, die Mehrheit der Patienten, die landet ja nicht mehr dauernd im Krankenhaus. Und dann stellt sich natürlich die Frage, die das doch tut, nehmen die vielleicht ihre Medikamente nicht, wie auch immer, das wissen wir ja alles nicht in diesen Studien. Absolut. Und denen hilft sicherlich der Clip, aber klar, wir haben die Vergleichsstudien zu OMT. Ja, also manchmal sind die Resultate, aber ich glaube, das liegt viel daran, dass man einfach auch nichts falsch macht. Also ich. Ja, und ich sag mal so, selbst wenn es das Kollektiv der inkompliant Patienten ist. Ist ja egal, ne, wenn man ihnen hilft. Ja. Der Clip sozusagen führt zu 100%igen Compliance erstmal in dem Bereich. Das heißt, danach kann vielleicht auch die ein oder andere Incompliance besser toleriert werden. Vielleicht ist es auch eben in so einem Kollektiv ein wichtiger Punkt. Ne? Ja, das ist wichtig. Wenn Patienten bleiben, die ihr im Krankenhaus seht, nochmal, wenn ich mir diese Funktion, die Mitralklappendaten selber angucke, die sehe ich im Echo am laufenden Band in der Praxis und wenn man dann den Leuten sagt, wir könnten ihnen doch noch so einen Clip anbieten, dann sagen die alle, nein, das brauche ich doch gar nicht. Aber vielleicht muss man sie dann überreden mit den Daten. Mal sehen. Wir werden gucken. Ich glaube, das ist jetzt alles auch ja keine Riesenstudien gewesen und es sind ja auch noch andere Studien unterwegs. Aber ich glaube, es bleibt spannend. Also, und es ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein. Ich bin sehr gespannt. Gut, ich glaube, wir kommen zur Trikuspidalklappe. Tri-FR in Analogie zu der französischen Mitra-Clip-Studie, jetzt die Trikuspidalklappen-Studie aus Frankreich. Und was man vorneweg sagen muss, und das ist, glaube ich, wirklich eine große Stärke in Frankreich, rein akademischer, also aus der akademischen Forschung getriggerte Untersuchung, alles Patienten auch symptomatisch, Nyha-Stadium 2 bis 4, die eine hochgradige Trikuspidalklappeninsuffizienz haben und vor allen Dingen natürlich rechtsdekompensiert sind und Rechtsdekompensationen in den letzten 12 Monaten hatten. Hier das Kollektiv auch ganz klar, die nicht geeignet sind für die Chirurgie. Aber wir erinnern uns auch, die isolierte Trikuspidalklappenchirurgie in den Leitlinien ja ziemlich weit unten angesiedelt. Eigentlich nichts, was wir regulär machen, höchstens mal in Ausnahmefällen. Hier im ersten Schritt die Studie, die untersucht hat, in Frankreich eben die percutanen Triclip-Verfahren zusätzlich zu einer optimalen medikamentösen Therapie. Die Studie war so ausgerichtet, dass auch die klinische Symptomatik des Patienten eine große Rolle gespielt haben. Also es war ein kombinierter Endpunkt, der einmal bestand aus dem Auftreten von relevanten kardiovaskulären Ereignissen, also kardiovaskulärer Hospitalisation und kardiovaskulärem Tod, aber auch Änderung der Nyha-Klassifikation und ein sogenanntes Patient Global Assessment. Das war, dass die Patienten wirklich intensiv befragt wurden. Wie geht es ihnen? Ist es deutlich besser geworden? Ist es ein bisschen besser geworden? Hat sich verschlechtert? Wie war die Situation? Und das wurde sozusagen in verschiedenen Scores aufgearbeitet und damit ein sehr
subjektiver, aber auch patientensymptomgetriebener Endpunkt generiert. Was waren das für Patienten? Das waren, wie ich gesagt habe, Patienten mit schwerer hochgradiger Trigospitalklappeninsuffizienz. Die durften aber nicht so terminal sein, dass sie bereits eine Leberzirrhose hatten, also Zirrhose Kardiak, oder dass sie ausgeprägten Aszites hatten. Das sind wichtige Punkte, weil häufig werden uns ja auch in der Klinik diese Patienten vorgestellt, wo eigentlich alles schon verloren ist. Also das waren nicht die Lost Cases, die hier behandelt wurden, sondern das waren Patienten eben mit Symptomatik und schwerer Trigospitalklappeninsuffizienz. Hier mal die Echokriterien aufgeführt. Also das war das Patientenkollektiv. Dann wurden die Patienten randomisiert, auch alles sehr streng und Core Lab kontrolliert. Sie wurden randomisiert auf T-Tier, also im Gegensatz zur Mitralklappe eben die Trikuspidalklappe oder die optimale medikamentöse Therapie. Es gab ganz klare Vorschriften, in welcher Zeit das alles erlaubt war und gemacht werden musste. Einfach das dahingehend, dass wir natürlich auch vergleichbar sein müssen von den echokardiografischen Parametern. Wir alle wissen, dass wir die Patienten sehr trocken fahren können und sehr, sie aber auch dekompensiert evaluiert werden können und dass wir da ganz unterschiedliche Parameter dann haben, vor allen Dingen Echoparameter. Und das war sehr streng alles geregelt, sehr aufwendig geregelt, muss man sagen. Patienten alle ein bisschen älter, 78 Jahre im Schnitt. Und ein guter Anteil der Patienten hatten schon einen Schrittmacher, ungefähr 15%. Das ist für diejenigen, die Triclip machen, immer nicht so ganz einfach, wenn die Schrittmachersonden noch durch die Trikuspidalklappe hindurchgehen. Und manchmal auch die Trikuspidalklappe aufhalten. Da muss man sich immer ein bisschen an den Kabeln entlang vorbeimogeln. Also auch technisch komplexe Patienten waren hier reingesteckt. Und das ist, glaube ich, die Kernmessage: 95% Patienten hatten Vorhofflimmern. Das ist so dieses typische Kollektiv der Patienten: langjähriges Vorhofflimmern, große rechte Vorhöfe, der Annulus dilatiert und dementsprechend entsteht eine hochgradige Trigospidalklappeninsuffizienz. Die rechtsventrikulären Drücke sind auch alle gegeben, also auch das wurde alles evaluiert, genauso wie der 6-Minuten-G-Test. Und hier haben wir nochmal die Echoparameter. Wichtig hier immer zu sehen, das sind alles Patienten, die haben eine hochgradige Trigospidalklappeninsuffizienz, die haben aber alle eine erhaltene linksventrikuläre Pumpfunktion, TAPSE, rechtsventrikuläre Pumpfunktion, hier bei 18 mm in beiden Gruppen. Immerhin 150 Patienten ja pro Gruppe, die hier randomisiert wurden. Und das sind die Ergebnisse. Einmal die medikamentöse Therapie in der optimierten medikamentösen Gruppe und in der T-Tier-Gruppe und einmal die Furosemid-Dosen. Also Sie sehen, hohe Diuretika-Bedarf bei diesen Patienten. Und das ist das Spannende, was wir ja in der Klinik häufig sehen. Wenn wir die Trigospidalklappeninsuffizienz beheben, wird die Nierenfunktion besser. Das sind alles Patienten häufig mit einer schlechten Nierenfunktion dabei. Und das ist der primäre Endpunkt. Nach einem Jahr 109 Patienten in der T-Tier-Gruppe und haben sich verbessert und 58%, 40,6% in der optimierten medikamentösen Therapiegruppe. Also hier der deutliche Unterschied. Unchanged war sozusagen 5% in der T-Tier-Gruppe, 12% in der medikamentösen Gruppe und Verschlechterung nur in 20% der T-Tier-Gruppe und in 48% in der optimierten medikamentösen Therapiegruppe. Hier sieht man nochmal die Endpunkte sekundär, die Ausprägung der TI-Reduktion, wo man sieht, von Großteil Massive Torrential in der Prä-Evaluationsphase oder Prätherapiephase wurde reduziert in der T-Tier-Gruppe zu mild, moderate, severe. In der überwiegenden Zahl der Patienten, ein paar blieben bei massive, wenige bei torrential.
Was wir anstreben klinisch, wo wir sehen aus den bisherigen Studien klinisch, sind mindestens 2 Grad Verbesserung, also von torrential auf severe oder von massive auf moderate oder weiter runter. Das ist das, wo der Patient in der Regel dann auch einen klinischen Erfolg verspürt. Wie sieht es aus mit den härteren Endpunkten nach 12 Monaten, Hospitalisation und Tod? Hier sieht man, dass wir einen kleinen Trend haben zugunsten der T-Tier-Gruppe, aber natürlich die Studie nicht dafür gepowert und nicht dafür vorgesehen, dass wir hier Unterschiede uns erarbeiten. Dafür waren es nicht genug Patienten. Ganz kurzer Punkt noch, gab es irgendwie Komplikationen mit den Devices? Nein, auch hier sehr niedrige In-Hospital-Mortalität, Single Leaflet Attachment oder Detachment 5%, auch nicht sonderlich hoch, dafür, dass das sozusagen in vielen französischen Zentren auch die erste Studie war, die damit durchgeführt wurde. Was die Autoren als Schlussfolgerung vorstellen, war, dass wir eben mit dem T-Tier-Verfahren die Tricuspidalklappeninsuffizienz reduzieren können. Wir können die Symptomatik der Patienten verbessern. Das Ganze ist sicher und scheint die Eventrate zumindest positiv zu verbessern. Und das ist das, was wir in dieser Studie gesehen haben. Diskutiert wurde noch so ein bisschen, dass es ja überwiegend Quality of Life Data waren und eben keine verblindete Prozedur. Das ist sicherlich so, da müssen wir auf die Engländer warten, die den Clip reinstecken und wieder rausholen. Und der Gegensatz dazu eben kein Unterschied im harten Endpunkt Tod oder also vor allem Tod oder die Hospitalisation alleine. Das sind sicherlich Punkte, die müssen wir aufnehmen. Das ist so, dafür ist die Studie nicht gepowert gewesen und das müssen wir gucken. Immer das Problem bei den Device-Studien, die Schem-Prozedur ist sehr aufwendig und die Briten werden es dann irgendwie hoffentlich immer richten mit ihrer Schem-Studie für Tricuspidal, Mitral, Clip und welchen Devices auch immer. Was ist neu zu Triluminate? Da haben wir auch, du hast gesagt, ein bisschen nicht so krankes Kollektiv vielleicht, aber da war auch das Thema, klar, Besserung der TI, Besserung der Lebensqualität. Und dann haben alle gesagt, naja, aber keine Besserung der harten Endpunkte. Das stand letztes Jahr im New England Journal. Das da ist noch nicht publiziert jetzt, ne? Nein. Also wir sehen interessanterweise, hier unten habe ich es nochmal drunter geschrieben, dass wir gesehen haben, dass die Eventrate deutlich niedriger waren als in anderen Registern und auch in der Triluminate-Studie. Das ist sicherlich was, wo wir Unterschiede sehen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie krank sind die Patienten und in welchem Stadium erwischen wir die Patienten? Das ist, glaube ich, bei der Tricuspidalklappe ganz, ganz wichtiger Punkt. Das haben wir ja bei den Mitral-Studien auch gelernt. Wir können wahrscheinlich wenig reißen, wenn wir wirklich eigentlich einen dekompensierten Patienten haben, im Sinne von, das ist wirklich eine ausgelatschte torrential Tricuspidalklappeninsuffizienz mit Leberstauung, mit Aszites, mit chronisch dicken Beinen. Dann haben wir so viel Endorganschäden in den anderen Bereichen schon erreicht, dass wir wahrscheinlich auch nicht wirklich viel reißen können. Und ich glaube, alles das, was wir im Moment sehen, ist, wir haben noch nicht richtig verstanden, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Tricuspidalklappe anzugehen. Das ist genau das Gleiche in der Chirurgie im Übrigen. Wir haben ja keine guten Evidenzen für die Chirurgie bei der Tricuspidalklappe isoliert. Weil die Patienten, die isoliert operiert werden, die sind viel zu krank, die sind, das rechte Herz ist viel zu sensibel, dass es so ein Injury nochmal verkraften kann, wenn der Chirurg rangeht. Während wenn wir das sehen als Begleiterkrankung und rechtzeitig therapieren, dann sehen wir, können wir mit der Chirurgie und der Rekonstruktion die Patientenprognose nochmal verbessern. Ich glaube, das Gleiche ist bei der Tricuspidalklappe interventionell so. Wir müssen früher sein, bevor die Endorganschädigung an den anderen Organen so groß ist, dass wir die Prognose nicht mehr beeinflussen können. Aber das müssen wir zeigen. Das muss man auch ganz klar sagen.
Auch hier nochmal die Frage, wird das irgendwie aktuell unser klinisches oder insbesondere dein klinisches Handeln beeinflussen, auch im Sinne einer, ja gut, ich meine, es sind unterstützende Daten, ne? Es ist jetzt nicht, dass man vielleicht da oder gerade diesen letzten Punkt, den du ansprichst, früher einsteigt, das zeigt das eigentlich nicht, ne? Ich würde sagen, es sind unterstützende Daten. Das zeigt nochmal aus einer anderen Perspektive, auch nicht industriegetriggert, ist ja vielleicht auch in dem Moment nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir vernünftige Ergebnisse erzielen können, die zu einer Verbesserung der Symptomatik führen, ist für mich erstmal ein wichtiger Punkt. Und wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir sehen, welche Patienten sind, wo wir auch Prognose verbessern können. Wobei Symptomatik, wissen wir auch alle, bei solchen Patienten schon ein großes Thema ist. Und die Nierenfunktionsverbesserung perspektivisch, glaube ich, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass diese Analysen kommen, dass wir mal die Nierenfunktion sehen. Weil das sehe ich in meinem klinischen Alltag sehr häufig, dass wir die Patienten wirklich mit viel weniger Diuretika traktieren müssen, die Nierenfunktion besser wird und wir einfach durch die Verbesserung der Hämodynamik auch solche Sachen sehr positiv beeinflussen können. Schafft ihr noch eine Klappenstudie? Notion 3. Wir gehen zur Aortenklappe. Notion 3 hat sich der Frage gewidmet, wie es denn eigentlich ist, und das ist ja sehr spannend, wie es ist bei den Patienten, die neben der Aortenklappenstenose noch eine KAK haben. Und das ist ja das, was wir eigentlich lange, lange bisher ausgeblendet haben. Alle TAVI-Studien, auch die randomisierten gegen Chirurgie, haben ja immer nur die reine isolierte Aortenklappenstenose untersucht. Wir haben ja noch nie die Kombination untersucht. Was machen wir eigentlich mit den Patienten, die eine hochgradige Aortenklappenstenose haben und eine begleitende KAK haben? Stabile KAK mit relevanten Stenosen, sollten wir die Stenosen intervenieren, ja oder nein? Leider fehlt immer noch die Studie, die das gegen die Chirurgie vergleicht, aber die erste Studie jetzt aus Dänemark, die mal vergleicht die routinemäßige Revaskularisation mittels Stentimplantation bei Patienten, die vor einer TAVI stehen und eine stabile KAK haben. Hat das einen Einfluss aufs Outcome, ja oder nein? Auch die Briten wieder zu zitieren, die lassen ja in der Regel alles sein, gucken nur, dass keine proximalen LAD-Stenosen oder Hauptschirmstenosen dabei sind und der Rest wird belassen. Bei uns in Deutschland sicherlich ein anderes Verfahren, wir sind eher liberal und intervenieren sicherlich großzügiger, auch bei den TAVI-Patienten. Und das ist hier untersucht worden: konservatives Management plus TAVI versus PCI plus TAVI. Endpunkt: MACE. Nach einem Jahr. Schwere Aortenklappenstenose, symptomatisch, die eine TAVI bekommen sollten, wurden eingeschlossen. Und dann wichtig, mindestens eine oder mehr Stenosen mit einer Druckdrahtmessung, die eine Signifikanz vorgegeben hat, oder einer Stenose, einem Stenosegrad von größer gleich 90%. Also wir haben wirklich hier relevante Stenosen behandelt. Endpunkt habe ich gesagt, ein Jahr Gesamtmortalität, Myokardinfarkt oder die dringliche Revaskularisation. Und dann gab es ein paar sekundäre Endpunkte, die Safety-Endpoints vor allen Dingen, die wir, glaube ich, hier überspringen können. Das war das Patientenkollektiv, nicht ganz so alte Patienten, 81 bis 82 Jahre, STS-Score von 3, also so ein Intermediate-Risk-Patientenkollektiv, erhaltene linksventrikuläre Pumpfunktion, ordentliche Gradienten, hier Peak-Gradient von 75 mm Hg, also sicherlich hochgradige Aortenklappenstenosen. Und dann hatten wir Patienten, die in über 60% der Fälle eine Stenose über 90% hatten, in beiden Gruppen gleich verteilt, in etwa Multivessel Disease 20% in beiden Gruppen. Syntax-Score nicht sonderlich hoch, also die Dänen mit Aortenklappenstenose scheinen nicht so eine arg schlimme KAK zu haben und in etwa 60% Läsionen in der LAD, die ja immer als prognostisch besonders relevant gilt. In 3/4 der Patienten wurde die PCI vor der TAVI gemacht, 17% während der TAVI und 9% nach der TAVI. Hier läuft eine separate Studie, die TAVI-PCI-Studie aus der Schweiz.
Da untersuchen wir gerade, ob es sinnvoller ist, vor oder nach der Intervention, nach der TAVI-Intervention, die Koronarstenosen zu behandeln. Hier war es dem Untersucher freigestellt und die meisten, so wie auch in Deutschland übliche Praxis, haben es dann vor der TAVI. Und das ist der Endpunkt, All-Cause Mortality, Myokardinfarkt und dringliche Revaskularisation. In Rot dargestellt die medikamentöse konservative Gruppe und in Blau dargestellt die Patienten, die eine komplette Revaskularisation erhalten hatten. Das war das Gesamtüberleben. Und man sieht Vorteil zugunsten der PCI-Gruppe. Spannend dahingehend, dass wir ja über Patienten reden, wo die Stenose, die Koronarstenose in der Regel Bystander waren. Das sind alles Patienten, die sind wegen der hochgradigen Aortenklappenstenose gekommen, hatten eine stabile KK und wir sehen hier trotzdem einen Unterschied im primären Endpunkt. Das hat sicherlich den einen oder anderen überrascht. Mich hat sehr überrascht, muss ich sagen, das zu sehen, weniger Myokardinfarkte in der PCI-Gruppe als in der konservativen Gruppe und weniger dringliche erneute Revaskularisation in der PCI-Gruppe als in der medikamentösen Gruppe. Gleiches traf dann zu für die einzelnen Endpunkte kardiovaskuläre Mortalität oder Myokardinfarkt, was hier dargestellt ist. Also die Endpunkte auch in der Subanalyse immer zugunsten der PCI-Gruppe. Wie sah es umgekehrt aus mit den Blutungen? Wenn wir PCI machen, brauchen wir duale Plättchenhemmung. Die TAVI-Patienten bekommen ja nur noch eine einfache Plättchenhemmung, also nur ASS. Und dementsprechend haben wir auch mehr Blutungen gesehen, ums 1,5-fache erhöht. Wenn wir uns das anschauen, 20% Blutungen in der konservativen Gruppe, 28% in der PCI-Gruppe, sicherlich der dualen Plättchenhemmung geschuldet bei einem Kollektiv von 81 Jahre alten Patienten, ist sicherlich was, was wir berücksichtigen müssen, geht aber, wenn man das vergleicht, eben zu den positiven Überlebens- und Outcome-Daten sicherlich dahin eingehend, dass wir es eher für die PCI spricht. Auch hier Komplikationen waren letztlich keine relevanten vorhanden, sodass man schlussfolgern kann aus dieser Studie. PCI war mit einer niedrigeren Inzidenz von ischämischen Endpunkten assoziiert, zu Ungunsten einer etwas erhöhten Blutungskomplikationsneigung. Auch hier wird man weitersehen müssen, wie sich das im weiteren Verlauf bei längerem Follow-up darstellt, auch diese Studie wie die anderen im New England Journal publiziert. Ganz kurz vielleicht noch, dass wir noch mal einmal sagen, was waren die Stärken und was waren die Schwächen dieser Studie. Die Stärken sicherlich dieses gute Studiendesign, also hervorragend mit Physiologie und angiografisch geführten Stenosen über 90%. Also das ist wirklich State of the Art, muss man sagen. Die KK, ich habe es schon erwähnt, war nicht allzu komplex und die PCI ist wirklich super safe durchgeführt worden. Da hatten wir überhaupt kein Problem. Deswegen müssen wir, glaube ich, warten. Es gibt noch eine größere Studie, 4.000 Patienten, die läuft, wo gleich das Gleiche nochmal untersucht wird. Medikamentös versus komplette Revaskularisation. Und noch viel spannender finde ich, wir brauchen die Studie Bypass-OP plus AKE versus PCI plus TAVI. Das ist was, was wir auch noch in naher Zukunft hoffentlich bekommen. Das war mein Ritt durch die Klappenerkrankung des ESC. Auf die Gefahr, dass ich es überhört habe, sowohl jetzt als auch bei der Präsentation. Vor der TAFI heißt gleicher Krankenhausaufenthalt, anderer Tag oder zwei Aufenthalte oder gleicher Tag ein Zugang. Wie ist das gemacht worden? Gute Frage, kann ich dir im Detail nicht so sagen. Normalerweise ist es so, dass wir, um eben die Kontrastmittelbelastung bei den Patienten so ein bisschen aufzuteilen, dass wir in der Regel das so machen, und das ist, glaube ich, Standardpraxis in den meisten Zentren, dass wir zur TAVI-Evaluation die Koronarangiografie machen mit der Intervention und im Aufenthalt, wenn die Niere es zulässt, die CT-Angio und dann zweizeitig erneuter Krankenhausaufenthalt die Aufnahme zur TAVI und TAVI-Durchführung
und dann die Entlassung. Wir machen es sehr ungern, dass wir alles in einem Aufenthalt machen. Kontrastmittelbelastung ist höher und die Komplikationen sind nicht so einheitlich gut voneinander zu trennen. Also machen wir eher ungern. Ich glaube aber, so machen es die meisten Krankenhäuser. Vorher und dann getrennter Aufenthalt, die TAVI. Ja, ich glaube, es ist eine wichtige Studie, insbesondere weil wir ja auch jetzt an Zentren, die nicht TAVI machen, uns das auch immer gefragt haben. Ne? Also wir haben es oft so routinemäßig mitgemacht, oft auch im Austausch mit den TAVI-Interventionalisten, zu sagen, wie sollen wir es machen? Und oftmals war das da auch relativ egal. Und physiologisch ist es ja auch so, dass man oft überlegt hat, ja, also deshalb finde ich das Ergebnis eindrucksvoll, wie relevant ist denn überhaupt noch diese LAD-Stenose, wenn da eine Öffnungsfläche von 0,5 ist? Ne? Also das Wichtigste ist ja dann, die TAVI zu machen. Deshalb finde ich es wichtig, für den klinischen Alltag hier Klarheit zu haben, und pathophysiologisch finde ich es auch nochmal wichtig, hier diese zwei Entitäten nochmal auseinanderzurechnen und die Bedeutung dieser zwei Erkrankungen. Also dementsprechend ganz wichtige Studie. Ja, das Spannende ist ja wirklich, man ist ja immer wieder konfrontiert worden eben mit diesen Zufallsbefunden. Wir haben Patienten, die sagen, sie haben Luftnot, noch nie Angina pectoris gehabt, wir katheterin die, und die haben wirklich filiforme Stenosen, wo man sagt, wie bitte, sie haben keine Angina pectoris, wie kann das sein? Und da haben wir natürlich, kommen wir immer aufgrund der anderen Daten in die Bredouille zu sagen, ja, was ist denn jetzt, was machen wir mit denen? Und da muss man sagen, hat Ocean 3 uns eine klare Antwort gegeben. Insofern klinisch richtig relevante Studie, finde ich. Gut, dann würden wir fortfahren mit Professor Custodes aus Saarbrücken. Gut, ich möchte mit auch interventionellen Studien vom ESC fortfahren, ein bisschen in Richtung Corona-Intervention, beziehungsweise jetzt in diesem Fall Corona-Intervention und auch Device-Implantation gehen. Eine wichtige Frage für den klinischen Alltag ist ja, wie sollen wir Patientinnen und Patienten vorbereiten? Sollen wir Patienten nüchtern lassen für Corona-Intervention und für CIDS, also das heißt Device-Implantation, oder lassen wir die Patienten nach eigenem Ermessen und Lust und Laune trinken und vorher essen? An unserem Zentrum ist das seit vielen Jahren Standard, dass Patienten nicht nüchtern gelassen werden. An anderen Zentren ist es anders. Und die persönliche Erfahrung zeigt ja, dass es die Intervention oder auch die Qualität beziehungsweise das Setting der Intervention sehr, sehr gravierend beeinflusst, wie wohl sich der Patient fühlt und wie hungrig oder unterzuckert er in die Intervention geht. Deshalb australische Multicenter-Studie mit einem ganz pragmatischen Vorgehen, pragmatische Fragestellung, Fasting oder Non-Fasting bei 716 Patienten mit Corona-Intervention und oder Schrittmacher-ICD Implantation. Hier mal so nochmal die Zeiten aufgeschlüsselt, was das Ganze bedeutet hat. 13 versus 3 Stunden für Essen oder 17, 7 versus 2,4 Stunden, was das Trinken betrifft. Primärer Endpunkt, Aspirationspneumonien, also kombiniert Pneumonie, Hypotension, Hyperglykämie und Hypoglykämie. Primär als Nichtunterlegenheit angelegt, und man sieht sehr kurz und sehr knapp, kann man das zeigen, dass die nüchternen Patienten hier oder beziehungsweise das Vorgehen, Patienten nach eigenem Gusto essen und trinken zu lassen, nicht nur nicht unterlegen war, sondern auch überlegen war. Meiner Meinung nach kurze, knappe Fragestellung, aber wichtig für den klinischen Alltag. Bei uns schon länger etabliert und dementsprechend, man hat ja immer so ein bisschen ab und an mit Anästhesisten Diskussionspunkte, die dann einen fragend angucken, aber auch hier jetzt gute Daten, um das Ganze zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, Nikos, Stefan, wie macht ihr das oder wie habt ihr das bislang gemacht? Zwei kurze Fragen. In der Tat, also ich mache das so, dass ich ja
paar Stunden vorher essen lasse, aber dann ganz kurz vorher nicht mehr. Das ist ja ehrlicherweise hier auch, wenn du das ist schön gezeigt hier, No Fasting heißt im Mittel 3 Stunden. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Leute die Schweinshaxe zum Mittagessen gekriegt haben und sich danach auf den Tisch gelegt haben, sondern das kann man schon so sagen, wenn man nachmittags Katheter hat, Frühstück prima, aber vielleicht kein Mittagessen. Also das ist jetzt vorsichtiger Kritikpunkt, genauso würde ich es nämlich machen. Aber ich habe auch noch nie ein Problem gehabt mit Aspiration. Ich lasse ja auch Clopidogrel schlucken auf dem Tisch in Rückenlage, wird dafür immer schräg angeguckt, aber mir ist die Verhinderung der Stentthrombose da immer wichtiger als alles andere. Da gibt es auch Daten dafür. Wie ist denn der Vergleich? Es gab doch diesen Tonic, hieß der, glaube ich, Trial, ähnliche Größe, auch diesen Sommer publiziert. Das war doch irgendwie dasselbe in Grün, oder habe ich das nicht richtig verstanden? Also das kenne ich nicht. Der Präsenter dieser Studie hat eine andere Studie präsentiert vom Sky 2021, die aber in Abstract-Form vorliegt und bislang noch nicht publiziert wurde. Aber möglicherweise gibt es da auch noch was anderes. Aber das kenne ich nicht da, die Datenlage. Also bei uns ist es so, wir haben sehr, sehr viel Mühe seit Jahren, eigentlich seit ich hier bin, dieses Thema, die müssen nicht nüchtern sein, rauszukriegen. Wir haben jetzt das sogenannte Koro-Frühstück bei uns etabliert, dass die Patienten ein kleines Frühstück haben können. Aber ansonsten, also ich habe ehrlich gesagt, so gefühlt weiß ich gar nicht, wie man da überhaupt so viele Endpunkte sammeln kann. Bei 716 Patienten, weil das ist ja echt schwierig, Endpunkte zu sammeln. Ich kann mich nicht an einen Patienten erinnern, die jetzt alle irgendwie mal ein kleines Frühstück hatten, wo es irgendwie ein Thema gegeben hätte, dass der Patienten nicht nüchtern gewesen sind. Also im klinischen Alltag ist das, das sieht man der ja auch. Ich meine, vor was haben wir Angst? Wir haben vor Aspirationspneumonie Angst. Ja? Das ist doch eigentlich das, dem wird übel, der erbricht und der aspiriert. So, das ist doch eigentlich das Einzige, warum wir sagen, der sollte nüchtern sein für so einen Eingriff. Und da sehen wir hier 0% bei 716 Patienten. Ich glaube, das kann man auch auf 1000 Patienten und mehr ausweiten in der klinischen Praxis. Und die Hypo- und die Hyperglykämie, spielt das klinisch eine Rolle? Hypoglykämie? Mal die Leute, die aspirieren, sind ja die Kranken, die im akuten Infarkt kommen und die dann erbrechen und die sind eh nicht nüchtern oder doch oder je nachdem halt. Das ist sowieso nicht kannst du ja sowieso nicht aussuchen. Ne? Also ich fände es gut, dass es die Studie gibt, aber ich sag mal, klinische Praxis wird sie nicht ändern, oder? Ich glaube, also sagen wir so, also in unseren Breiten möglicherweise nicht. Bei den Amerikanern ist das durchaus ein Legal Issue, weil die amerikanische anästhesiologische Fachgesellschaft dabei, insbesondere wenn Conscious Sedation im Spiel ist, das war hier in der Studie auch, durchaus Fasting empfiehlt. Ne? Möglicherweise ist das so ein bisschen der angelsächsische Hintergrund, die ja da so ein bisschen vorsichtiger sind. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, möglicherweise sind ich auch hier die meisten Zentren schon auf dem anderen Weg. Ich kenne es halt, wenn man an unsere Homburger Zeiten denkt, da kam dann abends um 21 Uhr jemand, der seit am Vortag nüchtern war und dann entsprechend auch weniger belastbar war. Ne? Aber das ist wahrscheinlich ist das auch in unseren Breiten, gehört das glücklicherweise der Vergangenheit an. Ich mache weiter. Auch mit einer wichtigen Studie für den klinischen Alltag, wie ich finde, Senorita Trial. Das war eine Studie, die untersucht hat, ob es sinnvoll ist, alte und sehr alte und insbesondere alte und fraile und mentally reduced Patienten, also mental eingeschränkte, demente Patienten, wenn sie einen NSTEMI haben, interventionell zu versorgen. Das ist ja, deshalb finde ich es interessant für die klinische Praxis, ein Vorgehen, was wir durchaus mehr oder minder standardisiert auch in Deutschland diesen Patienten anbieten. Also die Diskussion, diese Patientin hat einen NSTEMI, ist zu alt, zu frail, die gibt es ja eigentlich nur relativ umschrieben. Die Datenlage, muss man sagen, für dieses Vorgehen, also das heißt durchaus die Intervention durchzuführen, ist sehr, sehr dünn. Es gibt 5 wesentliche Studien mit zum Teil sehr wenigen Patienten. Eine davon, After 80 aus Norwegen, hat gezeigt, dass es von Vorteil sein kann, interventionell, das heißt hier zu revaskularisieren. Dementsprechend der Hintergrund dieser
britischen Studie, multizentrisch aufgezogen, viele Zentren mit fast 14 bzw. 1700 Patienten. Fast 50% Frauen, muss man sagen, sehr altes Kollektiv. Der älteste Patient war 103 Jahre alt und der weitaus größte Anteil war Pre-Frail oder Frail. Also durchaus, dass unser Standard auch am Versorgungskrankenhaus zu behandelndes Kollektiv. Primärer Endpunkt hier, kardiovaskulärer Tod oder nicht fataler Myokardinfarkt. Hier zeigte sich kein Unterschied. Wenn man es isoliert aufzeigt, ebenfalls hier kein Effekt auf Tod. Aber was sich gezeigt hat, ist, dass nicht tödliche Myokardinfarkte doch relevant, signifikant reduziert werden konnten. Grundsätzlich ein Ergebnis, was durchaus möglicherweise zu erwarten war, auch der Effekt auf die nicht fatalen Myokardinfarkte. Kritisch muss man ein bisschen gucken, Studie ist sehr britisch und spiegelt unseren klinischen Alltag nicht unbedingt eins zu eins wider, wenn man hier schaut, Tage bis zur Randomisierung oder beziehungsweise bis zur Angiografie, also Diagnostik im Schnitt 3 Tage. Und was man dann schauen muss, dass lediglich, das kam mir so primär und das sowohl vom Diskutanten als auch von der Präsenterin der Studie nicht angesprochen, im Grunde 50% nur revaskularisiert wurden. Das heißt, prima vista, ist die Frage, muss man kritisch hinterfragen, ob eigentlich die Studie das zeigt oder auch im Grunde die Intervention erfüllt, die sie eigentlich untersuchen wollte. Nichtsdestotrotz diskutiert natürlich, wie die Bedeutung ist, auch dass hier keine Effekte auf Sterblichkeit sich zeigten. Und meiner Meinung nach eine wichtige und auch nachvollziehbarer Standpunkt, den ich im Grunde teile, dass die Senkung der Sterblichkeit in diesem alten, sehr alten Kollektiv eigentlich nicht im Vordergrund steht, sondern wir hatten es eben im Hinblick auf die Klappen auch so ein bisschen, dass klinische Verbesserung und zum Beispiel auch Verhinderung von Myokardinfarkten, Krankenhausaufenthalten und so weiter hier in diesem Kollektiv im Vordergrund stehen kann. Das war so ein bisschen Meinung von dem italienischen Diskutanten, der verantwortlich war für den Fire Trial, den wir letztes Jahr gesehen haben, auch ein älteres Kollektiv mit einer etwas anderen Fragestellung untersucht hat. Unterm Strich bleiben Fragen offen und für mein klinisches Handeln nicht unbedingt mit neuen Erkenntnissen. Aber wichtige, meines Erachtens wichtige und jetzt auch endlich mal große Studie für dieses Kollektiv, was doch im Grunde die Mehrheit an den meisten Kliniken auch in Deutschland repräsentiert. Florian, ich finde auch spannende Studie, aber also für mich, wie du schon auch gesagt hast, typisch britisch. Weil ich glaube, sag mal, die ganzen Abläufe, wie es bei einem NSTEMI, der Zugang zur invasiven Diagnostik und Therapie komplett anders ist bei uns im Vergleich zu England. Also ich meine, wenn wir das sehen, Median Days from Admission to Angiography oder zu PCI 5 Tage, 3 bis 7 Tage, ich glaube, in keiner Klinik außerhalb Englands werden die Patienten 5 Tage konserviert, bis man sich entscheidet, dass man eine Angiografie macht. Und wenn wir dann ein NSTEMI haben mit einer relevanten Trop-Dynamik, so wie wir es als NSTEMI wirklich definieren, dass dann in 46% der Fälle eine PCI erfolgt und umgekehrt in einem Patientenkollektiv, was in über 80% Frail ist, oder Pre-Frail, dann noch bei 25 Patienten immerhin eine Bypass-Operation gemacht wird,
Das lässt mich schon etwas stutzen, muss ich mal so sagen, weil solche niedrigen PCI-Zahlen sehen wir eigentlich nicht im akuten Coronarsyndrom. Und ich sag mal 3,3% Bypass-OP in so einem Kollektiv ist schon auch sehr hoch, muss man sagen. Also ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Wir sehen das ja, unsere britischen Kollegen ja auch immer auf dem Euro-PCR bei den Live-Cases in der Intervention. Ich glaube, da gibt es Unterschiede zur Insel- und Kernland-Europa. Ja, gibt es definitiv, das sehen wir ja immer wieder. Was man vielleicht den Briten dann zugutehalten muss, ist, die Präsenterin hat nochmal gesagt, wie schwer es war, diese Studie zu rekrutieren, wie lange das gedauert hat, nicht nur allein aus Gründen von Corona. Einer von fünf ist randomisiert worden, ne? Also man muss sagen, diese prozeduralen Fragestellungen, aber die Briten, ich glaube, das ist immer was, was mich so fasziniert. Die ziehen es dann halt auch einfach durch, ne? Die haben diese Fragestellungen und machen es dann, und bis es fertig ist. Ich hatte es nicht, ich war in einer anderen Session. Warum war die Rekrutierung so schwierig? Ja, das war, sie begründete das mit, ja, Kollektiv ist alt, Kollektiv kann oft nicht selber entscheiden, Kollektiv versteht es zum Teil nicht, weil dement, möglicherweise viele haben auch eine Betreuungssituation, Angehörige, die dann oft für die Patienten entscheiden müssen, also schwierige Diskussionen, also im wesentlichen Punkt Alter und kognitiv eingeschränkt, was eine Rekrutierung da erschwert hat. Also, und wenn ich mir das vorstelle, also ich denke, in Deutschland könnte man so eine Studie gar nicht rekrutieren, weil wenn man mit einem Angehörigen spricht, also in der Regel, das wissen wir, sagen die ja, natürlich wird mein Vater bitte schön, also eine PCI unterzogen, ne? Wenn man das so runterbricht, wie man sich es selber vorstellen würde, denke ich, kann ich mir vorstellen, dass das extrem schwierig war, auch diese Rekrutierung, ne? Deshalb muss man ihnen vielleicht diesen Effort zugutehalten, ne? Aber ich glaube, es entspricht nicht, wie du sagst, unserer klinischen Praxis hier in Deutschland. Was nicht heißt, dass das Ergebnis dann anders ausgefallen ist, wäre, aber ich glaube, tatsächlich ist es, machen wir es ein bisschen anders. Nächste Studie. Pragmatische Fragestellung wieder vor dem Hintergrund, dass wir nicht nur in Deutschland, in England natürlich allemal, es in vielen Fällen mit Notaufnahmen und Situationen in Notaufnahmen zu tun haben, die aufgrund der schieren Anzahl der Patienten zu Problemen führt. Overcrowding heißt das Stichwort. Das heißt, Notaufnahmen sind nicht mehr handlungsfähig aufgrund von verschiedenen Situationen, aber im Hinblick auf die hohe Patientenzahl. Die Frage ist, es kommen sehr viele Patienten mit Brustschmerzen. Das heißt, ein großer Pool von verschiedenen Differentialdiagnosen. Und hier gilt es natürlich relativ schnell herauszufinden, handelt es sich um ein akutes Coronarsyndrom, nicht ST-Hebungsinfarkt, oder ist der Brustschmerz anders anzusiedeln? Wir haben etablierte Pfade mit laborbasierten, hochsensitiven Troponin-Assays, 0 und 1 Stunden Algorithmen. Und hier die Frage jetzt, können wir oder kann man mit Point-of-Care-Assays, die sehr, sehr viel geringere Turnaround-Zeiten haben, also deutlich schneller natürlich das Ergebnis präsentieren, den Aufenthalt eines Patienten an der Notaufnahme reduzieren. Es war eine wohlbemerkt Single-Center-Studie aus Bergen in Norwegen. Die haben das so gemacht, natürlich STEMIs ausgeschlossen, und dann ihr Zentrallabor versus ein Point-of-Care-Device verglichen. Der primäre Endpunkt war die Länge des Aufenthalts an der Notaufnahme. Da war
die Point-of-Care-Testung überlegen. Man sieht hier einen Unterschied von 6 Minuten, relativ signifikant. Auf den ersten Blick muss man sagen, 6 Minuten sind nicht viel. Wenn ich mir das für unser Krankenhaus mit 40.000 Patientenkontakten pro Jahr hochrechne, kann man sich vorstellen, dass Vorstellungsgrund Brustschmerz ist häufig und da kommt einiges zusammen. Interessant, Subgruppenanalysen hier von den Menschen, die schnell vom Arzt gesehen werden. Das ist an großen Notaufnahmen nicht unbedingt so zu leisten. Aber die Menschen, die innerhalb von 60 Minuten gesehen werden, da war der Aufenthalt doch etwas kürzer. Und insbesondere die, wo dann die Diagnose Myokardinfarkt gestellt wurde, da ist es relativ klar. Und da war der Unterschied doch deutlich größer. Das heißt, die Differenz von 43 Minuten. Das heißt, unterm Strich konnte hier gezeigt werden, dass durch dieses einfache Point-of-Care-Verfahren, was natürlich nicht leitliniengerecht, bislang nicht. ESC empfiehlt den anderen laborbasierten Algorithmus und ist auch die erste Studie, die das so hier randomisiert, wohl bemerkt, an einem einzelnen Zentrum zeigt. Aber meines Erachtens eine wichtige Frage und war so ein bisschen überrascht, dass das in die Hotline-Session geschafft hat, aber spannende Studie mit spannenden Ergebnis, wie ich finde. Keine Safety-Issues, das war alles relativ unspektakulär. Ja, keine Fragen, ne? Relativ einfach. Ich gehe weiter zu einer Studie, die mit Spannung erwartet wurde, glaube ich, weil sie untersucht ein Verfahren, was wir seit vielen Jahren ja in Deutschland durchführen, nämlich die Behandlung von Koronarstenosen mit medikamentenbeschichteten Ballons. Man muss sagen, dass wir im Saarland hier natürlich eine gewisse hohe Affinität zu diesem Verfahren haben, weil Professor Scheller aus der Universitätsklinik in Homburg dieses Verfahren maßgeblich entwickelt hat. Und wir daher auch in Homburg dieses Verfahren auch in Studien, aber auch unter Nicht-Studienbedingungen regelmäßig durchgeführt haben. In den letzten 1 bis 2 Jahren hat das Verfahren des medikamentenbeschichteten Ballons wieder so ein bisschen Renaissance erfahren. Ich weiß gar nicht, worauf das zurückzuführen ist, nachdem es eigentlich viele Jahre lediglich für die Behandlung der In-Stent-Stenose ja benutzt wurde, aber es kam so ein bisschen wieder, wurde ein bisschen wieder en vogue. Ich für meinen Teil habe nicht so richtig verstanden, woran das lag. REC Cage-Free heißt die Studie, die einen paclitaxel-beschichteten Ballon gegen einen Sirolimus-beschichteten Stent untersucht hat. Beides, also es ist eine große, multizentrische chinesische Studie, muss man sagen. Beides Devices, die eigentlich im Westen nicht benutzt werden und wohl auch mittlerweile, so berichtete es der Präsenter, nicht mehr verfügbar sind. Wie sah das aus? Man konnte jegliche Art von Koronarläsion behandeln, also akutes Koronarsyndrom oder chronische KHK. De novo Läsionen, egal welcher Diameter, war erlaubt. Was nicht erlaubt wurde, was nicht erlaubt war, waren Hauptschamstenosen oder chronische Okklusionen oder schwierige Bifurkationen. Also das war nicht erlaubt. Und es war wichtig, dass eine gute und erfolgreiche Vorbehandlung der Stenose erfolgte. Und in den meisten Fällen war das machen wir in der klinischen Praxis auch so, mittels einem Cutting oder einem Scoring-Verfahren, also einem relativ aggressiven, eine relativ aggressive Prädilatation war hier vorgesehen. Und wenn das erfolgreich war und es keinen Hinweis gab, das heißt, erfolgreich heißt natürlich keine relevante Dissektion und erhaltener Timifluss,
dann erfolgt in der Randomisierung Stent versus Paclitaxel beschichteter Ballon. Primärer Endpunkt, ein kombinierter Endpunkt, kardialer Tod, Target Vessel, Infarkt oder eine klinisch oder physiologisch bedingte Revaskularisierung. Das ist der primäre Endpunkt. Hier zeigt sich ein klares, relativ klares Ergebnis mit deutlich mehr Ereignissen in der DCW-Gruppe. Weniger Unterschiede bzw. keine Effekte im Hinblick auf kardiovaskulären Tod oder Target-Vessel-Myokardinfarkt, aber auch erneut deutlich mehr erforderliche Revaskularisationen im Bereich in der Gruppe der medikamentenbeschichteten Ballons. Wenn man das Ganze noch mal runterbricht und schaut, wie war das denn in Abhängigkeit des Gefäßdiameters, also Small Vessel, also Non-Small Vessel. Es gibt ja eigentlich relativ gute Daten für kleine Gefäße aus den Basket-Trials für die DCBs. Also zeigt sich, dass auch hier da eine Nichtunterlegenheit da war, aber grundsätzlich und abschließend und auf das klar geäußerte Fazit des Präsenters, die Stent-basierte Behandlung muss und sollte weiterhin klinischer Standard bleiben und eine Behandlung von De Novo-Stenosen mit DCBs unterstützt diese Studie nicht. Hat dich die Studie überrascht, Florian? Ja, mittlerweile ja, weil sagen wir mal so, also so wie wir es gelernt haben, man knackt eine Läsion mit herkömmlichen Ballons und macht einen Endothelschaden und früher hat man immer gedacht, so das kann gar nicht funktionieren. Mittlerweile basierend auf Homburger Erfahrungen beziehungsweise also aktuellen Berichten von dort und auch Berichten von anderen Kolleginnen und Kollegen, hätte ich gedacht, mit einem Scoring-Ballon vorbehandelt und das kann schon funktionieren und ich gebe zu, ich habe es auch schon gemacht. Unterm Strich, wenn man sich denkt und also wenn man jetzt diese randomisiert kontrollierte Studie sieht, muss man sagen, nein. Und möglicherweise hätten wir es auch schon vorher wissen können. Also ist mein Gefühl, ich weiß nicht, wie dein Feeling ist. Also irgendwie ist das in den letzten 1 bis 2 Jahren ist es so, hochgepoppt. Ne? Also, der einzige Unterschied, den wir haben, ist, dass die Amerikaner, die FDA, die Zulassung für den Drug-Coated Balloon bekommen haben, den sie vorher nicht hatten. Und haben jetzt eine A, große, natürlich große Serie an Studien gestartet und B, nutzen den DCB in vielen klinischen Situationen. Und auf dem Euro-PCR sind Daten gezeigt worden und auch Live-Cases gemacht worden, wo man gesagt hat, auch größere makroskopisch erkennbare Dissektionen belässt man und behandelt die nur, lässt das mit DCB-Behandlung gut sein. Und ich glaube, das wird alles schief gehen. Ich glaube, das haben wir eigentlich vor vielen, vielen Jahren gelernt, dass die DCB, die Ballondilatation alleine eben nicht genug ist. Und ich glaube nicht, dass der Drug darauf verhindert, dass wir Probleme kriegen bei Dissektionen etc. Die Studien laufen ja alle, aber ich muss sagen, für mich unterstützt diese Studie so ein bisschen das Dämpfen des Enthusiasmus, der allenthalben herrscht, dass jetzt DCB der große Bringer ist. Das ist so ein bisschen, wir brauchen keinen Absorb, der hat ja nicht funktioniert. Jetzt machen wir sozusagen DB-Behandlung und hinterlassen auch nichts, keinen Footprint. Aber ich glaube nicht, dass das in den Großteil der Läsionen und in diesen vielen verkalkten Läsionen, die wir häufig haben, funktionieren wird. Insofern, ich fand jetzt nicht ganz überraschend, diese kleinen Gefäße, das fand ich jetzt schon überraschend. Da waren wir eigentlich immer so ein bisschen in der Situation, dass wir gesagt haben, es ist von Vorteil.
Aber ich bin gespannt, wie die anderen großen Studien ausgehen werden. Also ich mal gucken. Bleibt spannend. Ich meine, das mindert ja nicht den Effekt des DCB in der Bifurkation, wo wir das Minor Vessel nur behandeln oder Provisional Stenting machen oder eben in wirklich ganz kleinen Gefäßen. Aber mir ist auch, Florian, nicht ganz klar, wenn wir wirklich ein großes Gefäß haben und die Ergebnisse der modernen DES sind ja so gut. Also das ist ja das alte Thema. Was können wir kaum verbessern? Was spricht dagegen? Was ja auch manche machen, ist, dann haben wir auch schon diskutiert, langstreckig dann so eine nicht mehr ganz hochgradige Stenose noch ein bisschen mit dieser Droge zu behandeln. Das ist ja auch noch möglich, aber das hat die Studie alles nicht untersucht, sondern es ist ja wirklich klassisches großes Gefäß, wo wir in 3,0, 3,5er Stents, die Chinesen. Hast du einen Diameter genau eigentlich? Weil das ist ja schon eine chinesische Studie, die haben ja einen Ticken kleinere Gefäße einfach, aber. Nee, habe ich, das dennoch, kann ich leider nicht sagen. Aber das kommt natürlich aus von dieser, und ich habe das mal kurz verfolgt, schon in den Lullerjahren, dieses Dogma des Leave Nothing Behind. Ne? Ja, pathophysiologisch finde ich das cool. Ne? Ja, ich habe das nie verstanden, warum das cool ist. Also, wie du eben sagst, der DES ist doch super. Und die absorbierbaren Stents haben nicht gezeigt, dass das besser ist. Deshalb aus heutiger Sicht natürlich. In den Nullerjahren hatten die andere Stent-Plattformen und da war das möglicherweise. Aber aus heutiger Sicht sind die super, ne? Und möglicherweise ist das völlig egal, ob man was behind lässt, ne? Bleibt spannend. Gut. Ich glaube, dann würden wir jetzt fortfahren, nochmal zu was Allgemeinerem mit Professor Heine aus Frankfurt. Das erste ist eigentlich ein Appetizer auf eine Studie, die wir in ein paar Wochen hier nochmal ausführlich diskutieren wollen und auch die große Freude haben, da die entscheidenden Player im Feld zu haben, die BEDMED-Studie. Die Frage, macht es einen Unterschied, ob ich meine Blutdruckmedikamente morgens oder abends einnehme? Warum ist das interessant? Das ist aus dem Grund interessant, weil wir vor 14 und 4 Jahren, wenn ich es richtig rechne, zwei nahezu fantastische Studien aus Spanien präsentiert bekommen haben, die erste in einer Zeitschrift, die wahrscheinlich keiner von uns kennt, die zweite dann in einer Zeitschrift, die jeder von uns kennt, die sich angeschaut hat, wenn ich viele Menschen randomisiere, und in der zweiten Studie waren das Tausende von Menschen, die eine arterielle Hypertonie haben und sage, entweder ich nehme meine Blutdruckmedikamente morgens oder ich nehme mindestens eins, und nochmal Betonung für dich, mindestens eins dieser Medikamente abends, hat das Effekte auf das kardiovaskuläre Outcome. Und man hat berichtet, das hat Effekte auf das kardiovaskuläre Outcome. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern es sei dazu gekommen, dass es zu einer mehr als Halbierung der kardiovaskulären Ereignisrate kommt. Das Erstaunliche ist, dass das so zunächst mal unkritisch vor 4 Jahren im European Heart Journal publiziert worden ist, auch mit dann Subgruppenanalysen wie hier oder Baseline-Charakteristika, muss ich sagen, wie hier, wo man sich angeschaut hat, es gab eigentlich praktisch keinen Unterschied in den Blutdruckmessungen zwischen den beiden Gruppen. Auch die Anzahl der Medikamente hat sich kaum unterscheidet. Wenn man sich das anschaut, fragt man sich, wie kann das passieren, dass man dann mit diesen Werten hier eine Halbierung kardiovaskulärer Ereignisse bekommt. Und je genauer man das angeschaut hat, desto stärker wurde das dann hinterfragt. Und hier ist eine von vielen Übersichtsartikeln dazu. Auch das European Heart Journal hat inzwischen ein Letter of Concern dazu veröffentlicht. Dann kam vor 2 Jahren, wir hatten es hier diskutiert gehabt, die Time-Studie im Vereinigten Königreich, die das Ganze in keinster Weise reproduzieren konnte. Und das, obwohl der Unterschied hier eigentlich deutlicher gewesen ist. In Spanien nochmal ist gesagt worden, naja, zumindest mal ein Medikament abends einnehmen. Hier war eigentlich das Ziel, alles morgens oder alles abends einnehmen. Kardiovaskulär überhaupt kein Unterschied. Es gab ein bisschen Unterschiede in verschiedenen Aspekten der Lebensqualität. Die einen Aspekte waren besser morgens, die anderen Aspekte waren abends. Insgesamt muss man aber sagen, eine völlig neutrale Studie. Und die wahrscheinlich jetzt letzte große Studie, die dazu gemacht worden ist, kommt jetzt aus Kanada. Letztendlich war es ein doppeltes Design, nämlich die BEDMED und die BEDMED-Frail-Studie. BEDMED-Studie über 3000 Patienten, Allgemeinbevölkerung, BEDMED-Frail, weniger als 1000 Menschen, aber bewusst Menschen, die in Seniorenwohnheimen leben, weil man gesagt hat, auch diese Menschen möchte man in einer solchen Studie mal miterfassen. Ähnlich wie in der UK-Studie auch randomisiert, entweder die Blutdruckmedikamente weitgehend morgens oder weitgehend abends. Das hat in der linken Studie sehr gut geklappt. In der rechten Studie gab es ein paar, bei denen das nicht ganz so gut geklappt hat. Aber in der Großzahl der Menschen sind die Medikamente eingenommen worden, wann sie nach der Randomisation eingenommen werden sollten.
Ergebnis ist noch nicht publiziert in einem Paper, deshalb zeige ich hier nur das auf Twitter publizierte Abstract. Was man sieht, es macht überhaupt keinen Unterschied. 4%, 12%, weit, weit weg davon entfernt, in irgendeiner Weise signifikant zu sein, wenn ich mir kardiovaskuläre Ereignisse anschaue. Und dann hat Ricky Turchin auch aus Kanada die verschiedenen Studien, die wir jetzt haben, die zwei spanischen Studien und die drei Studien aus Kanada und aus dem Vereinigten Königreich zusammengeführt, sich angeschaut, was passiert. Naja, wenn ich alle zusammenschmeiße, 29% kardiovaskuläre Risikoreduktion, wenn ich Teile oder alle meiner Medikamente abends einnehme. Dann hat er sich aber die Qualität der Studien eingeschaut, hat gesagt, wir haben drei gute Studien, ein geringer Bias, völlig neutrale Studien. Wir haben zwei Studien mit großem Bias-Konzern, ein Wunderergebnis. Letztendlich muss man zusammenfassen, wird die Quintessenz sein, unsere Patienten sollten dann ihre Medikamente einnehmen, wenn sie dran denken. Und es gibt keinen Grund, bestimmte Tageszeiten von uns anzuraten. Oder wie ist das von der Pathophysiologie? Ich meine, für mich war das eigentlich noch nie so ein richtig großes Thema, weil es gibt ja viele, viele Patienten, die sich sowieso schon einen komplexen Plan mit ihrer Blutdruckmedikation machen, sich das auf den Tag aufteilen oder abends mehr und morgens und nach dem Aufstehen und weiß der Kuckuck was. Ich glaube, wir kennen alle diese Patienten, die sich da ausgefeilte Pläne gemacht haben. Ich habe immer das Gefühl, Hauptsache man macht so, wie der Patient es für sich sich überlegt hat. Dann nimmt der Patient nämlich seine Tabletten und wir haben eine vernünftige Blutdruckeinstellung. Da jetzt irgendwie groß zu sagen, du musst das aber morgens oder du musst das abends machen, da wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Gibt es denn pathophysiologisch irgendwelche vernünftigen Argumente für das eine oder das andere? Umso erstaunlicher, dass es so unkritisch in so einer zentralen Zeitschrift Platz gefunden hatte, damals vor ein paar Jahren. Die pathophysiologische Erklärung war die gewesen, dass man gesagt hat, oh, die Menschen, die nachts Dipper sind, die haben ja eine bessere Prognose als die Non-Dipper. Das heißt, wenn ich nachts im Vergleich zum Tag eine stärkere Blutdrucksenkung habe, dann ist das prognostisch sehr günstig. Reine Observation natürlich, wissen wir alle. Und dann war die Idee, oh, wenn ich diese nächtliche Blutdrucksenkung ein bisschen verstärke, weil die Medikamente, die wir heutzutage einsetzen, natürlich 24-Stunden-Präparate sind, aber auch diese 24-Stunden-Präparate, die am Anfang dann vielleicht doch so ein Tickchen stärker wirken. Das könnte der Effekt sein. In den dann teilweise durchgeführten 24-Stunden-Blutdruckprotokollen, ist nicht bei allen Menschen gemacht worden, war der Unterschied auch wieder minimal gewesen. Und ich glaube, es gilt dann das, was Ulrich Laufs mal zum Statinen gesagt hat, einfach neben die Zahnbürste legen, einmal am Tag zumindest putzt sich jeder die Zähne hoffentlich und die Medikamente einnehmen. Und alles andere ist Überakademisierung, die für die Patienten überhaupt keine Relevanz hat. Und vielleicht noch ein Satz dazu, was ich auch nie verstehe, ist dieses ständige Geteile von den Blutdruckmedikamenten, dass man morgens 5 Milligramm und abends 5 Milligramm Leerkanalipin einnimmt. Da kann man eine Wissenschaft daraus machen, da kann man dann als Arzt vielleicht auch besonders schlau wirken. Aber ich glaube, meinerseits zumindest immer mehr die Tendenz, einmal am Tag so viel wie möglich zusammenzunehmen. Und das ist dann auch für die Compliance, für die meisten Patienten, glaube ich, das Beste. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist Safety auch, ne? Also keine Frakturen in diesem älteren Klientel, auch sonst keine nächtlichen Probleme. Und was ich spannend finde, da waren ja ein paar Diuretika dabei, dass man keine relevante Nyktorie hat. Also ich sehe immer mal wieder Leute, die ihr Kombinationspräparat mit Hydrochlorothiazid abends einnehmen und auch berichten, dass das irgendwie geht. Und ich bin immer versucht, das zu ändern, aber auf morgens, wenn man so das denkt, das müsste sein, das scheint nicht so zu sein, ne? Da gibt es Subgruppenanalysen auch, die jetzt sogar schon vorveröffentlicht waren von BedMed. Ganz klar, doch, es macht einen Unterschied. Auch bei den Thiaziden macht es einen Unterschied. Das heißt, die Menschen, die ihr Thiazid abends einnehmen, die müssen dann doch nachts häufiger auf Toilette. Und von den Menschen, die randomisiert gewesen sind, war das Thiazid auch das Medikament, was am wenigsten dann abends eingenommen werden konnte. Das heißt, die Menschen, die in die Abendseinnahme Gruppe randomisiert worden sind, die haben am ehesten das Thiazid dann eben doch nicht abends eingenommen. Also doch, es macht einen Unterschied und unser pathophysiologisches Verständnis passt dann schon. Und wenn die Patienten was anderes erzählen, dann haben sie eine sehr große Blase oder trinken extrem wenig oder was auch immer. Aber in der Gesamtgruppe der hier analysierten in BedMed war es ein Unterschied. Weiter im Bereich Blutdruck, zumindest mal Blutdruck plus. Die Stop-or-Not-Studie, auch eine ganz wichtige, glaube ich, klinische Fragestellung, die auch weit außerhalb von euch Kardiologen auch für uns relevant ist.
Was ist mit Menschen, die ACE-Hemmer, AT1-Antagonisten einnehmen und die eine geplante Operation haben? Sollen die vor der Operation ihren ACE-Hemmer/AT1-Antagonisten pausieren oder nicht? Es gibt dazu aus den Leitlinien der ESC vor 2 Jahren so ein paar schwache Empfehlungen. Wenn ich einen Herzinsuffizienzenpatienten mit einer RAS-Inhibitor habe, dann könnte es maybe considered werden, es fortzusetzen. Und wenn die Indikation für den RAS-Inhibitor keine Herzinsuffizienz ist, also auf gut Deutsch würde ich sagen, ein Blutdruckpatient, dann maybe considered, das vor der Operation abzusetzen, 1-2 Tage, um Hypotonien perioperativ zu vermeiden. Extrem schwache Evidenz. Was man hier gemacht hat, 2222, wunderschöne Zahl, Menschen randomisiert, Hälfte hat vor einer geplanten nicht kardiologischen Operation die RAS-Inhibition pausiert, die anderen haben es weitergeführt. Ein für uns etwas ungewöhnlicher primärer Endpunkt, Gesamtmortalität und eine verschiedene Anzahl von postoperativen Komplikationen. Ich habe sie rechts oben aufgeführt, lese jetzt nicht im Einzelnen vor, innerhalb der ersten 28 Tage und dann eine ganze Reihe verschiedener sekundärer Endpunkte, auch ein breites Spektrum, um möglichst viel abzudecken. Auch diese Studie ist wieder in Frankreich durchgeführt worden. Wir haben wieder viel französische Studien, großer Respekt muss ich immer sagen, ist von Mathieu Legrand präsentiert worden. Was letztendlich ein Jahr vorher schon publiziert worden ist, ein bisschen ähnliches Design, nicht ganz so klar allein auf den ACE-Hemmer/AT1-Antagonist fokussiert, die POISE-3-Studie, die hat hier keinen Unterschied gesehen und letztendlich Stop or Not, Charakteristika, einmal man sieht, die meisten Menschen haben Hochdruck, es waren aber auch ein paar andere Komorbiditäten und damit eben auch ein paar Herzinsuffizienzpatienten dabei gewesen, nicht viele, man sieht die Blutdruckwerte präoperativ, waren weitgehend vernünftig eingestellt und Operation im Prinzip praktisch alles, außer wie gesagt, kardiologische Indikationen. Und um es kurz zu machen, das Ganze war völlig neutral gewesen. Das heißt, es gibt keinen Grund, die Medikation routinemäßig abzusetzen. Der einzige Mini-Unterschied bei den ganz vielen Endpunkten, die man erfasst hat, es gab intraoperativ ein ganz klein bisschen weniger Hypotension, keine Überraschung. Die waren aber auch extrem kurz gewesen und hatten für die Patienten keine prognostische Relevanz gehabt. Und das passt dann auch wieder so ein bisschen zu dem, was wir zu dem nüchtern oder nicht nüchtern, anderer Kontext, weiß ich, kardiovaskuläre Ereignisse gehört haben. Ich glaube, je weniger man ändert, desto besser aus dem Grunde, weil dann ja doch immer wieder vergessen wird, nach der Operation das wieder anzusetzen. Dann geht der Patient aus dem Krankenhaus und dann fehlen ihm eben Medikamente. Also insofern denke ich, ist das eine sehr für den Alltag für uns alle relevante Studie, die man hier gemacht hat. Ja, der letzte Punkt, den du gesagt hast, der ist total entscheidend. Ne? Also ich habe, wir saßen in der Hotline und dann haben Stefan und sich unterhalten. Ich habe gesagt, das ist überhaupt nicht spannend. Was ist das für eine Fragestellung? Ne? Also weil ich initial gar nicht, also ich bin jeden Tag auf der Intensivstation, die ist operativ, die ist ja gemixt und mich hat noch nie jemand gefragt, irgendwie jetzt, was wäre ein Problem mit ACE immer. Aber dieser Punkt, dass Dinge abgesetzt werden, insbesondere auch möglicherweise prognostisch wirksame Dinge und dann erst, sofern ein Hausarzt überhaupt einbezogen wird, es auffällt, das ist, glaube ich, entscheidend. Und die wichtige Message ist, wie du sagst, don't touch, einfach, also bis auf die Sachen, die möglicherweise relevant sind und gefährlich werden können, aber alles drin lassen und nichts verändern, das ist eine wichtige Message, glaube ich. Die Frage für die Zukunft, die auch andiskutiert worden ist, wie ist es mit den neuen Antidiabetika? Da gibt es ja teilweise dann schon die Empfehlung, SGLT2-Inhibitoren 1-2 Tage zu pausieren, ja. GLP-1-Analoga mit langer Wirkungszeit möglicherweise sogar länger zu pausieren. Auch da ist dann wieder das Problem, eine gute Evidenz dafür haben wir nicht, pathophysiologisch überlegt. Und auch da wird natürlich dann einiges vergessen werden, wieder anzusetzen. Und wir kennen es ja auch im ganz anderen Kontext, nephrologischer Blick, jetzt völlig unbeantwortet. Wie ist das mit dem Menschen mit einer akuten Nierenschädigung? Da wird auch mal viel, viel abgesetzt und wir wissen nicht, ob es erforderlich ist und wenig wieder neu angesetzt.
Es gehört den zwei Inhibitoren, du hast es angesprochen, wir sehen es nicht selten. Ne? Also da muss man die normoglykämische Ketoazidose, das ist ein relevantes, ich will nicht sagen Problem, aber wir haben da auch schon Mortalitätskonferenzen zu abgehalten, weil wir es schon sehen und da muss man schon aware sein. Aber ja, also ich hätte mir die Studie gewünscht zu den SGLT2-Inhibitoren bei Nicht-Diabetikern, weil die Datenlage ist äußerst schwach und wir fangen an, irgendwelchen herzinsuffizienten Patienten den SGLT2-Inhibitor vor irgendwelchen OPs, generell vor OPs, wegzunehmen, ohne dass wir dafür Evidenz haben und ohne dass wir dafür Evidenz haben, dass wir wirklich relevante Azidosen bei den Nicht-Diabetikern bekommen. Und das sind, glaube ich, die spannenden perioperativen Studien, die wir brauchen. Aber die werden sicherlich ein bisschen brauchen, wenn sie denn überhaupt kommen. Und umgedreht, je mehr Menschen diese Medikamente haben, desto mehr Menschen haben jetzt ja auch als reine Assoziation diese Medikamente und irgendwelche Komplikationen, wie wir es ja Jahrzehnte mit Metformin kennen, dass dann jede Laktatazidose aufs Metformin zurückgeführt worden ist, völlig egal letztendlich, ob es nicht ganz andere Mechanismen gab. Auch die Gefahr gibt es ja auch, das könnten randomisierte Studien ausschließen. Aber man sieht ja zumindest, dass Design funktioniert und wir hoffen mal, dass es dann auch für die Antidiabetiker innerhalb und außerhalb des Diabetes kommen werden in Zukunft. Die große Enttäuschung des Kongresses, die ja uns bekannt gewesen ist, weil die Publikationen vorher da gewesen sind, aber eben in ihrer Größe, glaube ich, dann doch viele von uns überrascht hatte, war die Oceanic-Studie. Wir hatten es hier wiederholt schon besprochen gehabt, Faktor-11-Inhibitoren als die neue Generation der Antikoagulation, nachdem die DOACs die Vitamin-K-Antagonisten weitgehend abgelöst haben und jetzt, ein Schuft, wer Böses denkt, zeitlich sehr nah zum Aufheben des Patentschutzes der DOACs jetzt die nächste Generation eingeleitet werden soll, Faktor-11-Inhibition unter der, Florian, unser Standardwort dazu ist das Feenland, unter der Vorstellung, dass ich hier nur in einen der beiden Ausgangsschenkel der Blutgerinnung eingreife, nur in den intrinsischen Pathway, nicht in den extrinsischen Pathway und dann die schöne Vorstellung habe, der intrinsische Pathway ist eigentlich nur für die pathologische Thrombose und der extrinsische Pathway ist für die physiologische Hämostase verantwortlich und wenn ich jetzt nur einen dieser beiden Pathways hemme, dann schütze ich den Patienten vor der pathologischen Thrombose, ohne die physiologische Hämostase zu inhibieren. Großes Studienprogramm, viele, viele Produkte von vielen, vielen Firmen. Drei Produkte haben es in Phase 3 Studien zum Vorhofflimmern geschafft. Und das erste, was getestet worden ist und das erste, was dann auch abgebrochen worden ist in einer Phase 3 Studie, ist das Asundexian als Faktor 11a Antagonist aus der Gruppe der Small Molecules. Wir haben ja drei verschiedene Gruppen. Wir haben die Small Molecules, wir haben die Antikörper und wir haben die Medikamente, die dann in der RNA-Ebene interagieren. Und 15.000 Menschen-Studie ist innerhalb von, aus dem Kopf, 11 Monaten ungefähr nach Beginn, obwohl extrem viel oder weil extrem viel Patienten randomisiert worden sind, schon abgebrochen worden, weil man gesehen hat, es sieht ein Sicherheitsproblem vor. Baseline-Charakteristika auf der linken Seite, eigentlich ungefähr das, was wir in Vorhofflimmer-Studien erwarten. Was man gesehen hat, also Dexian als Faktor 11-Inhibitor macht das, weshalb man große Hoffnung hat. Es macht nämlich kaum Blutung, aber es macht nicht das, was es auch machen soll. Es schützt unsere Patienten mit Vorhofflimmern nicht vor Schlaganfällen oder systemischen Embolisationen. Die Anzahl der Schlaganfälle systemischer Embolisation ist 3- bis 4-fach höher gewesen bei den Menschen, die Asundexian bekommen haben, gegenüber der hier im Vergleich randomisierten Gruppe vom Apixaban. Wir erwarten noch zwei Studien, die laufen. Eine Studie vergleicht allerdings einen Faktor-11-Inhibitor mit Placebo bei Patienten mit großem Blutungsrisiko. Insofern bleibt eigentlich nur diese Librexia-Studie übrig, auch Phase-3-Studie, ungefähr gleich groß. Auch hier Vergleich, wieder Small Molecule, 11a-Antagonist im Vergleich zu Apixaban. Studie ist fast zeitgleich jetzt mit dem Studienprotokoll veröffentlicht worden, als wir Oceanic AF gesehen haben auf dem Kongress. Bleibt extrem spannend.
spannend. Die Begründung und der Mut, das jetzt weiterzumachen, kommt daher, dass man gesagt hat, naja, ist ein bisschen andere Substanz, wirkt ein bisschen anders. Und vor allen Dingen die Anti-11-Inhibition sei noch deutlicher, wobei man sagen muss, das Asundexia macht auch schon eine 92 bis 94 ungefähr Prozent Inhibition. Ich glaube, man braucht viel Optimismus, um zu hoffen, dass das hier der Durchbruch wird, oder? Absolut. Also ich glaube, dass wir keine Substanz finden werden, die die Blutungskomplikationen reduziert bei gleichzeitig genauso effektiver ischämischer Prophylaxe, weil wir eben über Wirkung und Nebenwirkung in einem reden. Und wie soll das funktionieren, egal welche Bestandteile wir inhibieren? Ich persönlich muss sagen, ich bewundere den Mut der Firmen, das weiterzutreiben, weil ich finde, dass es von der Logik her nicht funktionieren kann. Und alle Ideen, die auch kommen bei Milvexian, dass das Vorteil haben soll, die sind sehr konstruiert, die sind wenig biologisch belegt und auch wenig in irgendwelchen Phase-2-Studien nachgewiesen. Also mich wundert es, dass man da rein noch viel Geld steckt. Ich glaube, die wird genauso ausgehen, die Studie. Und sehen wir im Übrigen ja auch bei den bei den jetzigen NOACs, die auf dem Markt sind. Es ist ja nicht so, dass die geringen Blutungskomplikationen bei Apixaban von out of the blue kommen. Wir sehen ja auch möglicherweise dann doch ein etwas, vielleicht nicht ganz so intensive Protektion vor ischämischen Ereignissen. Und insofern, glaube ich, ist das, was wir da jetzt sehen, einfach Ausdruck. Es reicht nicht, die Gerinnungsfaktor-Inhibition ist nicht ausreichend, um die ischämischen Ereignisse zu reduzieren. Und wenn das nicht ausreichend ist, sehen wir logischerweise auch weniger Blutungskomplikationen. Also ich bin bei euch, ich sehe das ähnlich. Allerdings, um dann doch nochmal so ein bisschen dagegen zu argumentieren, ich fand in der Diskussion, man hat natürlich versucht, noch was Positives rauszulesen auf dem Kongress. Spannend, die Diskutantin, ich habe gerade vergessen, wer es war, hatte die Thrombosedaten nochmal gezeigt. Und da ist es ja nicht ganz so, wie du sagst, dass es jetzt ganz out of the blue sei, sondern das sind natürlich immer nur dreistellige Kollektive, TVT, da sind ja alle Antikoagulantien irgendwie mal entwickelt. Da hat man schon mit Asundexian und auch Milvexian Thrombose Verhinderung gesehen in der gleichen Größenordnung wie mit Heparin, teilweise sogar besser. Also nicht so, es kam da ja hier zu der Pressemitteilung damals ja auch so ein bösartiger Comment auf HeartMD, glaube ich, dass man mit einem Espresso eben auch keine Blutungskomplikationen kriegt, aber eben keinen Schlaganfall verhindert. Also das einfach nicht wirkt, das zumindest im Thrombose-Kollektiv, das stimmt ja nicht. Wir reden über das venöse System. Ja, ich weiß schon, das ist eine andere Pathophysiologie, das wird es wahrscheinlich sein. Ne? Das Patientenkollektiv, die bluten per se schon nicht so stark, weil sie viel jünger sind und. Also kann sich nicht, ist schwer, das zu vergleichen, glaube ich. Und den wichtigen Punkt bin ich mal gespannt, ob das nur irgendwie jetzt rausargumentiert ist oder ob das wird sich ja rausstellen bei Milvexian. Man hat noch hier jetzt aus dem Ofen hervorgezogen, dass die Patienten vielleicht nicht so viel wirkliches Vorhofflimmern hatten, nämlich irgendwie nur 50% paroxysmal, glaube ich, und da unten steht es genau, na, 36% und dann First Discovery und dann auch nur ein EKG brauchten und der Verdacht war irgendwie, die brauchten irgendwie gar keine Schlaganfallprävention. Aber das erklärt natürlich trotzdem nicht die Überlegenheit vom Apixaban. Also ich bin unterm Strich bei euch, ich wollte es nur. Das Argument ist ja wiederholt gekommen, die seien eigentlich zu gesund, um Antikoagulation zu bekommen, aber das ist natürlich Schmarrn, weil dann würde es ja nicht erklären, warum ich diesen großen Unterschied. Und jetzt, ja, klar, venös, ich habe es zugespitzt und den venösen Aspekt, das mag noch spannend bleiben. Nur wenn man sich hier das nochmal anschaut, die Blutungsrate ist auf Placebo oder wie du sagen würdest, auf Espresso-Niveau. Und umgekehrt, was wissen wir von der oralen Antikoagulation, so traditionell Vitamin-K-Antagonisten oder NOACs, wie viel verhindern die, ein Drittel bis ein Viertel? Und wenn ich jetzt von Apixaban mal 4 hochrechne, dann muss man ja sagen, naja, sieht das Asundexia nicht aus von der Wirkung, wie ein Placebo oder ein Espresso aussehen würde. Der Diskutant, der Präsentator hat sich das verbeten und gesagt, Herr Pettel, ja, aber man kann nochmal differenzieren, Leute, die vorbehandelt waren und nicht vorbehandelt und bei den nicht vorbehandelten sah es dann anders aus, aber eigentlich sind das Espresso-Kurven.
Oder? Espresso gegen Antikoagulation. Bin bei euch und vielleicht ist das Thema Vorhofflimmern tot. Spannend bleibt meiner Meinung nach auch die anderen Dinge, die dann noch kommen, eben die zusätzliche Gabe, Nikos, weiß nicht, wie du das siehst, in Kombination zum Thrombozytenaggregationshemmer, wo eben Apixaban ja keinen Effekt hatte, zum Beispiel nach Schlaganfall oder schon einen Effekt, aber zu viel Blutungen, sodass wir vielleicht mit sowas nochmal landen, wie wir jetzt ja fürs Kompass-Schema so etabliert haben, ASS plus Low Dose, NOAC, das könnte ja vielleicht auch ASS plus minus Thienopyridin plus minus Faktor 11 Inhibitor könnte ja nochmal was bringen, in einer ganz anderen Population dann aber. Deine Ich wollte Zuversicht hat Herr Ruff ja geteilt, der ja gesagt hat, naja, jetzt warten wir mal ab, ob die nächste Substanz nicht besser ist. Es ist gut, glaube ich, dass die Studien weiterlaufen. Ich glaube, soweit kann man sich dann einigen. Die letzte Studie von mir ist eine, wo ihr wahrscheinlich dann auch auf dem Kongress diskutiert habt. Ist das überhaupt interessant, die Abyss-Studie? Die finde ich aus zwei Aspekten ganz interessant. Das ist diese Frage, die in den letzten Jahren ja zunehmend gekommen ist. Eigentlich eine kardiologische Frage, aber trotzdem auch für Nicht-Kardiologen finde ich ganz interessant. Die prognostische Bedeutung der Beta-Blocker bei Menschen, die einen Myokardinfarkt hatten, beruht ja weitgehend, und ihr korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch sage, auf Studien, die 30, 40 Jahre her sind, mit ganz anderer Begleitmedikation, anderen Interventionen, andere Cholesterinsenkung und so weiter. Dass der Beta-Blocker seinen festen Platz hat, bei der HFrEF gar keine Frage, dass er bei HFpEF nicht so richtig einen Platz hat, wissen wir auch. Wie ist das jetzt, wenn ich einen Patienten mit einem Herzinfarkt habe, der keine Einschränkung seiner systolischen Funktion hat? Muss der lebenslang drin bleiben oder kann der irgendwann weg? Und das ist die Frage, die Abyss klären sollte, nicht als erste Studie, auch nicht als letzte Studie. Dass, wenn man sich das anschaut, ist wahrscheinlich dieses typische Kollektiv von Menschen, die man erwarten würde in dieser Studie, die breites Spektrum von verschiedenen Formen des Myokardinfarkts, der abgelaufen ist, relevant wahrscheinlich vor allen Dingen, wie lang war der Myokardinfarkt her, im Durchschnitt so zwei oder Median 2,8, 2,9 Jahre war das gewesen. Und die Menschen sind dann randomisiert worden zu Fortsetzung des Beta-Blockers oder Abbruch des Beta-Blockers, Open Label, nicht im Placebo-Vergleich. Und diese Entscheidung, und das ist der Unterschied zu der schwedischen Studie, die wir im, ich glaube, letzten Jahr gesehen oder Anfang dieses Jahres gesehen hatten, das war erst zum Zeitpunkt nach dem Myokardinfarkt entschieden worden, also jetzt wirklich hier nach 2, 3 Jahren, anders als in der schwedischen Studie, wo es zum Zeitpunkt des Infarktes randomisiert worden ist. Also insofern Menschen, die auf den Beta-Blocker eingestellt gewesen sind und den offenbar auch gut vertragen hatten. Es war als eine Nicht-Unterlegenheitsstudie konzipiert worden. Das heißt, man hatte die Erwartung oder getestet werden sollte, wenn ich den Beta-Blocker beende, bin ich dann im kardiovaskulären Bereich nicht unterlegen. Das heißt, gehe ich kein kardiovaskuläres Risiko ein und habe ich möglicherweise eine verbesserte Quality of Life. Und da als kleine Anekdote noch, hat mir sehr gut gefallen die Antwort des Präsentators, als diese übliche Frage gekommen ist, ja, aber Sie haben ja zu wenig Frauen und zu viel Männer. Da hat er relativ gut cool drauf gesagt, naja, die Lebensqualität unter Beta-Blocker und insbesondere die andrologischen Nebenwirkungen des Beta-Blockers, die können wir halt auch besser bei Männern untersuchen. Insofern waren wir ganz froh, dass wir da mehr Männer hatten. Gut, Nicht-Unterlegenheitsstudie heißt, man muss vorgeben, wie viel Sicherheitsmargen bin ich bereit zu akzeptieren. Und man hat erwartet, dass es zu so einer ungefähr 12% Ereignisrate kommt, kardiovaskuläre Ereignisse, wie sie hier aufgeführt sind. Es waren wesentlich mehr. Und man hat gesagt, als Sicherheitsmargen akzeptiere ich im 95% Konfidenzintervall ein Nichtüberschreiten einer Zunahme von 3%, also eine Nicht-Unterlegenheitsstudie, wo ich immer vorgeben muss, wie weit bin ich bereit, ein Risiko einzugehen. Diese Nicht-Unterlegenheitsmargen ist gerissen worden, das heißt, die Nicht-Unterlegenheit konnte nicht nachgewiesen werden. Das Ganze beruht aber, wenn man diese einzelnen Endpunkte anschaut, nur auf Krankenhausaufnahme für kardiovaskuläre Erkrankung. Und das ist die zweite Studie, die sehr, sehr kritisch diskutiert worden ist, es war nahezu eine Inquisition, die dann stattgefunden hat, waren vor allen Dingen
Krankenhausaufnahmen. Es ist in einem New England Paper, was parallel veröffentlicht wurde, nicht im Detail aufgeführt, aber vor allen Dingen für Angiografien, gar nicht unbedingt nur für Revaskularisation, sondern auch einfach diagnostische Angiografien. Und das ist natürlich schwierig, so ein bisschen bei einer nicht geblindeten Studie, da neige ich dann vielleicht doch eher dazu, das wisst ihr auch wieder besser als ich, zu sagen, ich mache dann lieber doch nochmal eine Koronarangiografie. Wenn man sich also das Kaplan-Meier-Kurve anschaut, dann sieht man, dass entsprechend dieser kombinierte Endpunkt höher bei Abbruch des Beta-Blockers als bei Fortführen, aber es berührt eben auf den Krankenhausaufenthalten und nicht auf harten kardiovaskulären Endpunkt. Was ebenfalls entgegen der Erwartung sich nicht bestätigt hatte, ist, dass es zu einer Verbesserung der Lebensqualität kommt. Das ist das Zweite, was ich jetzt hier ganz spannend finde, weil wir ja auch außerhalb jetzt von Herzinsuffizienz, des Myokardinfarkt immer wieder diese Vorstellung haben, oh, der Beta-Blocker hat andrologische Nebenwirkungen. Das hat man hier sehr genau erfasst, zum Beispiel mit Erfassung bei den Männern der erektilen Funktion. Und da hat man gesehen gehabt, dass bei den Männern, bei denen der Beta-Blocker abgesetzt worden sind, sich in der erektilen Funktion überhaupt nichts verändert hat. Das heißt, dieses Medizin-Mythos, dass der Beta-Blocker andrologisch problematisch ist, konnte hier bei 3000 Menschen so nicht bestätigt werden. Nochmal, die Vorgängerstudie, schwedische Studie, SMART-MI, anderes Design, gleiche Fragestellung, weil man die Menschen in dieser Vorgängerstudie eben zum Zeitpunkt des Myokardinfarktes randomisiert hat, aber auch anderes Ergebnis. Hier war kein Nachteil für das Absetzen des Beta-Blockers gewesen. Der Endpunkt war etwas schärfer gewesen. Es waren auch Krankenhausaufnahmen drin, aber die Krankenhausaufnahmen waren hier sekundärer Endpunkt gewesen. Und insbesondere sind dann Krankenhausaufnahmen wegen Herzinsuffizienz und Arrhythmien hier erfasst worden. Es wird weitere Studien geben, sodass die Frage in Zukunft weiter beantwortet wird. Aber ich denke, dass das Ganze trotzdem eine für uns auch im Bereich der Hypertensiologie einige ganz interessante Fragen beantwortet hat. So viel meinerseits. Du hast ein Stichwort gerade gesagt, dass du, zumindest habe ich nicht gehört, nicht angesprochen hast, was ich wichtig fand, Hypertensiologie. Die Patienten hatten einen höheren Blutdruck und zwar relativ deutlich. Also ich glaube so 5 oder so Millimeter AG im Schnitt. Ja. Das ist also irgendwie ein halbes Millimeter, oder das ist eine ganze Substanz, eben der Beta-Blocker, der doch auch ein bisschen antihypertensiv wirkt. Und eigentlich hätte man das ja kontrollieren müssen. Das hätte man eigentlich durch Heraufschrauben der anderen Substanzen ausgleichen müssen, weil allein das natürlich einen klaren Effekt haben muss eigentlich. Ich meine, wenn wir zeigen, ob der Blutdruck 5 Millimeter höher oder niedriger ist, und wenn das keinen Endpunkteffekt hätte, auch zum Thema Schlaganfall und Herz, hat es überraschenderweise ja nicht gehabt, muss man sagen, aber vielleicht die ein oder andere hypertensive Entgleisung, die dann eben zur Koronarangiografie geführt hat. Ich finde die Studie nicht konklusiv. Für mich, es kommt aber total darauf an, mit wem man spricht. Christoph Marx saß neben mir, der hat natürlich gesagt, Beta-Blocker ist auch super wichtig, muss man immer auf jeden Fall an Bord haben. Weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ich finde, für mich ist es schon eine Bestätigung, dass man es absetzen darf, wenn man eine normale Pumpfunktion hat und ein bisschen aufpassen muss, dass man die anderen Variablen aber kontrolliert. Bezüglich des Nebenwirkungsprofiles, da diskutieren ja immer alle über die erektile Dysfunktion, aber ich finde nochmal viel, viel wichtiger die Depression als solche, gerade bei den KAK-Patienten, Postmyokard, Patienten, also ich sehe das gar nicht so selten, Leute, die unter Beta-Blocker eine Depression entwickeln. Depression und metabolische Situation. Die Übergewichtigen profitieren auch mal gerne vom Absetzen, wenn sie ein bisschen mehr auf Touren kommen. Da werden wir noch Daten bekommen wahrscheinlich. Also es ist sehr viel Lebensqualität erfasst worden. Nur das, was bisher hier veröffentlicht worden ist, ich habe es jetzt bewusst ein bisschen auf das Andrologische fokussiert, weil das ja wirklich auch häufiges Thema ist oder oft ein nicht ausgesprochenes Thema. Aber insgesamt nicht geblindet nochmal, war da auch bei anderen Aspekten der Quality of Life kein wirklich eindeutiger Unterschied gewesen. Ich muss sagen, in der klinischen Praxis bei Patienten mit erhaltener Pumpfunktion ohne Hypertonie, Postmyokardinfarkt, in der Zeit, ich setze den Beta-Blocker an. Ich auch. Man muss sich ja überlegen, was eigentlich die Indikation war, die initiale Indikation. Die initiale Indikation steht aber bei normaler erhaltener Pumpfunktion nicht mehr für den Beta-Blocker. Und insofern muss ich sagen, warum soll ich diesen Patienten weiter auf dem Beta-Blocker halten? Da finde ich klar, für die Männer ist es wichtig. Wir wissen, dass das alles eher Kopfsache ist als der Beta-Blocker oder Diuretika, die noch dabei sind oder etc.
Da gibt es ja viele auch andere schöne Studien, die das gezeigt haben. Aber umgekehrt, wenn das Patienten sind, die in einer normalen, in einer vernünftigen Frequenzprofil sind, etc., muss ich sagen, hat sich dann die Indikation für die pharmakologische Intervention ergibt sich nicht mehr. Und da frage ich mich, warum ich dann nicht eigentlich den Beta-Blocker auch beenden soll, muss ich sagen. Ganz herzlichen Dank für diese tolle Zusammenfassung der ESC. Wir haben einen tollen Überblick über die wichtigsten, für uns persönlich wichtigsten Studien in den letzten gut 2 Stunden bekommen. Und von daher freue ich mich auf unsere nächsten gemeinsamen Kongresszusammenfassungen. Herzlichen Dank euch.